Auch Kann muss so. ich eigentlich einigermaßen verstehen oder ist das doll leise? Also, du hast ab und zu mal so eine Aussetzer, dann wird es so bröckelig, was da so rauskommt. Ja, wie vor. Ist das so besser? Jetzt ist es wieder ganz leise, weiß ich nicht. Mach sein Mikro. Du hast das beste Gespann. Jo. Wenn das noch alles jetzt hier bei mir Oh funktionieren nein, würde, jetzt hat wäre er es noch wieder gut. Gras Also. reingehäckselt, ja. Vielleicht nimmt er es trotzdem. Ja, nimmt er. Das wird. Nice. Achso, gibt gleich Synchro, ja, vorsichtig. Ach so, sag bloß. Wer hätte es gedacht? Ja, ich wollte nur vorwarnen. Ah, egal. Ach ja. Was ist hier los? Synchronisiert er überhaupt schon? Nö. Wir Nee, können immer munter. Was hast du? mein Headset hat jetzt restlos den Geist aufgegeben. Ich höre jetzt keinen Ton mehr übers Headset. Ah ja. Oh, es kommt nichts in meinen Dings rein. Wahrscheinlich, weil er wieder irgendwo Gras gefressen hat. Nee, der Naja, liegt gerade bei mir an. spuck das Gras bei Kevin rein. Ja, mach bei mir Normal. an. Oh. Ich wollte mal jetzt eben gucken. Und wie machst du es jetzt, Jaggles? Das Mikrofon funktioniert tatsächlich noch von dem Headset. Das bedeutet, ich habe mir jetzt einfach so normale Kopfhörer genommen, habe die im Ohr und mein Headset um den Hals und das Mikro halt hochgestöbelt. Na gut, es wird schon irgendwie gehen. Ist ja nicht mehr lang bis Weihnachten, ne? Glaube, dass ich dann wirklich eins bekomme. Das muss ich erst bestellen. Alter, wer hat denn hier gerade sich ein Bier aufgerissen? Das war Kevin. Bisschen Anders hältst du das hier auch nicht aus, ey. Ja, sonst beschwert sich die Jackings wieder, ich sauf nichts, was? Das wäre ganz katastrophal, Kevin. Boom Gamer Toni, moin. Grüße. Moin, Moin, Meister! Meister. Aber warum hat gerade mein Internet gesponnen? Ich habe also. Bist du auf der Leitung drauf gesessen? Das kann natürlich sein, ja. Nee, 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 nee. Vielleicht hat er auch dem WLAN im Weg gestanden. Guck mal, ob dein WLAN-Kabel noch angeschlossen ist. Und Toni, danke dir noch für dein Follow. Herzlich willkommen hier offiziell in der Bürgerbude. Mahlzeit. Hab da volle Leitung da, oder? Warte mal. Du hast eine richtig volle Leitung, ja. Wie Volle schnell fährt Leitung. denn der Kübel da vorne? Der fährt 1 km schneller. Wie viel? 10. 10. Weil ich bin 9 gefahren und kam nicht hinterher. Mann, irgendwas wird es gelegen haben. Ich hoffe. Ein bisschen mehr Wumms als der kleine 69er. So, jetzt habe ich wieder durch allen durchswitchen hier. Dann switch mal. Switche, Du hast Switch switche, geloadet? switche. Wäre es eine gute So. Idee, auf einen Server gehen und dann Kabel ziehen. Ja, gut, bei Simi ist das tatsächlich selten der Fall, dass er mal Abbröckeleien hat, was Empfang angeht. Ja. Ja. Eigentlich schon. Weil ich habe jetzt gerade auch mal eine Fritzbox geguckt, die hat sich auch nicht neu verbunden. Also keine Ahnung, was das gerade war. Merkwürdig. Sehr Ja. merkwürdig. Da war ja alles weg gerade, irgendwie, komischerweise. Ich gucke gleich, Jumpy, was du da geschrieben hast. Ich hab's gesehen. Bin eh gleich voll. 87%, 88. Kommt ordentlich was runter hier, ne? Von der Mühle. Das wird eng 100, hier. 125%. Oh, ei, 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 ei. 97, 98, 99, halt an. Ich versuche hier rückwärts irgendwie in den Wald zu schieben. Warte, ich fahr vor. Ja, der Kevin ist schon da. Ja, aber dann kannst du. Lass mich mal vorbei, dann kannst du. Ja. Fahr mal vorbei. Ich bin am Überlegen, das G923 zu kaufen. Würdest du sagen, das lohnt sich für das Geld? Weil ja bis auf True Force nichts. Also ich, Jumpy, ich wollte mir tatsächlich ehrlicherweise auch erst das G920 beziehungsweise das G29 holen. Hab mich dann aber für die neuere Variante entschieden. Aus einem ganz einfachen Grund. Klar, einerseits ist dieses True Force, was das Ding jetzt hier hat,
die einzige echte Neuerung, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite habe ich jetzt zwar noch ab und zu das Problem, dass ich Games habe, was das Lenkrad nicht unterstützt, gerade ältere Spiele, kommen hier nicht raus. Aber ich habe vielleicht für die Zukunft eine etwas sichere Variante gewählt mit der Hardware, sodass ich eventuell dann länger was davon habe. Also es ist schwierig jetzt zu sagen, das kann das mehr oder das weniger. Letztendlich ist das fürs G29 oder G920 auch immer noch viel Geld. Ich habe es jetzt so gemacht, Kevin, sagst du Bescheid, ja. Meine, ja, dass ich da am längsten was von habe, von dem Lenkrad. Aber ob das so ist, who knows? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So war meine. Oh! Junge. Wo hat dann den hingedrückt? Also sowas, nee. Was? Weihnachten auf Traumschiff Enterprise? Was hast du denn da jetzt schon wieder reingemacht? Du sollst dir den Stream gucken, du Lümmel, und nicht irgendwelche Traumschiff Enterprise Videos. Ich meine, es ist nicht weit von entfernt, aber. Manchmal. Ein bisschen schneller, Kevin. Du kannst hier auf dem Weg lang fahren, das sollte eigentlich gehen. Ach, die 1,5 Minuten. Naja, so fängt es an. Was habe ich denn für Schillermusik an? Keine Ahnung. Aber hast du dein Mikrofon eigentlich umgestellt? Wieso hörst du dich immer noch? Ich bin immer noch selber bei dir. Ich guck gleich mal, ja. Das wäre schön. Der Simi hat nämlich die glorreiche Idee gehabt, unsere Mikrofoneingänge bei ihm mit aufs Mikrofon draufzulegen. Ich weiß zwar nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann. Ja, aber in Berlin ist einiges möglich, sagen wir es mal so. Fendt 612 Gamer, danke dir für dein Follow und moin. 798, 99, stopp! Wieso stopp? Fahr lieber. Ich hab das Check jetzt mitgemeint. Ja, einfach losfahren. Was hast du? Ich bin jetzt eben gerade durch Silo gefahren, Kevin und Simi, mit Tempomatstufe 9. Okay. Einstellen und dann ab Silo-Kante abladen drücken. Kevin, du wirst einige Male durchfahren müssen, denke ich mir mal. Ja, mit 59.000 Liter. Wobei, ja, ich habe 53.000, ich bin einmal glatt durchgekommen. Also es kann gut sein, dass du dann nur noch mal kurz ansetzen musst. Naja. Nur ist wichtig, dass ihr eine konstante Geschwindigkeit drauf habt, sonst habe ich da gleich wieder die Kasseler Berge, da habe ich keinen Bock drauf. Wieso, ist doch schön. Ja, ja. User was skipped from the channel. Oh. Ja, ich fahre heute wie ein Besoffener. Dabei habe ich nicht mal was getrunken. Hätte ich vielleicht machen sollen. Da würde ich mir mal Gedanken machen. Lieber nicht. Ich weiß auch, wie es mit dem Gedanken ist. Oh. Frei. Aber apropos gesoffen. Sorry. Auch doppelt, Simi. Weißt du, hörst du dich auch doppelt? Ja, das ist da. Sobald Simis Mikrofon mit aufgeht und du gleichzeitig was sagst, ist hier richtig. Simi, wolltest du auf den Tieflader? Ich wollte drüber fahren, aber hat nicht geklappt. Simi wollte sich einfach selber verladen. Geil. Habe ich keine Worte für sowas. Ja, wenn ich voll bin und abgeladen habe, dann gucke ich mal eben. Dann. Komm auf meine 90 Grad zu mir. Hopp, hopp, hopp. Gas, 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 gas. Ich bin locker Toddy durchkommen. Ja, sehr gut. Bis zu drei Viertel. Jetzt wieder 10. Wie viele Prozent hast du, Simi? 83. Einfach mal durch den Baum durchgeschossen. Oh, der Baum muss aussehen in echt, ey. Überall das Hackzeug zwischen.
Also aber richtig 98, 99, 100. Ja. Alles klar. Fahr da gerade, sonst fährt die meisten Pflanzen kaputt da. Ja, ja. Ja, ja. Zack, alle kaputt gefahren. Ja, ein bisschen habe ich kaputt gemacht, weil die. Ja, vor allem die ploppen hier plötzlich auf. Das wird teuer. Ja, das sind vielleicht 2-3 gewesen. Ja, ja. Das wird teuer, fängt aber bloß der deutsche Handwerksmeister, gell? Ja. Ich kann nur die lange Bahn, ich hab einen LKW. Was hast du gesagt? 9 oder was? Ja. Mhm. Ja, wir müssen nachher das mal anpassen. Dann, je nachdem, wie hoch der Klumpen wird. Weil dann kommst du mit 9 nicht mehr hoch. Dann fährt er nämlich an am Berg und fährt nur 3 und dann schmeißt er mir hinten so einen riesen Haufen hin. Dann muss man das so ein bisschen manuell machen. Aber jetzt, wo das Silo noch so leer ist, geht das ganz gut. Ich fahre sowieso nur noch die Fuhre weg und dann verdichte ich schon mal. Oh, wie viele Silos hast du denn hier in dem Boot? Ne, das kleine war schon da. Da kommt sowieso Kleesilage rein oder sowas. Also da kommt nicht Mais rein. Elegant gefahren, Jiggles. Ja. Da war Trick 17, ne? Jetzt habe ich wieder alles voll Gras und dann muss ich wieder rumschinschen hier. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, ich muss das unbedingt mal umflügen da. Das ist ja dummes Zeug da, dieses kleine gefrickelt. Wir bestellen ja die Felder sowieso immer nur in 1. Dann können wir das auch so lassen. Dieser Hänger hier, ne? Dieser Glashänger, der ist so genial. Da passen 53 Kubik rein. Das ist so geil. Dann ist das Ding mega wendig. Dann wollen wir mal eben gucken. Warum fährst du nicht mit dem MAN? Am Anfang. So wie, du meinst so wie Kevin oder was? Ja, ich bin tatsächlich kein LKW-Abfahrer bei Häckselaktionen. Mache ich nicht so gerne. Weil ich sag mal so, Kevin hat 59.000 Liter, ich habe 53.000 Liter. Auf die 6.000 kommt es dann tatsächlich nicht an. Naja, okay, schon gar nicht bei der Distanz und 3 Abfahrern. Demnach bin ich da safe mit. Eieiei. Simi. Ja? Jetzt nimm mich ja raus, Alter, ich höre mich doppelt. Das ist ja schrecklich. So höre ich mich an. Oh, ich bin voll. Sorry. Siehst du, das senke ich total ab. Ja, bin aber dabei. Warte mal. Ist ja schrecklich, wie ich mir selber zuhören muss. Das reicht ja schon, wenn ihr das tun müsst. Hast du nicht beim MAN noch einen Anhänger? Ja, da könnte ich 90 Kubik mitfahren. Das Problem ist, ich kann die vordere Mulde nicht auskippen, wenn ich die hintere erstmal auseinanderkoppeln und so eine Scherz, das ist so umständlich. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich kann 90 Kubik machen, aber das bringt mir nichts, wenn ich dann den Hakenlift jedes Mal abkoppeln muss. Das wäre dummes Zeug. Geht denn das hier nicht? Das freut mich auch. Das sind ja von der Krampe und so, das ist ja alles ein gleichmäßiger Auslauf. Ja, ja. Kannst rumziehen, Kevin. Kannst rumziehen hinter mir. Genau. Du kannst dich umziehen, Kevin. Er ist bereit. Geht gleich los. Ich gehe Erich nicht fremd, tut mir leid. Hallo. Hatte ich schon Hoffnung. Ja. Hört euch jetzt doppelt, oder? Gerade nicht. Das ist sowieso immer nur, wenn ich laut rede, was? Nee, ich höre mich nicht mehr doppelt, alles gut. Okay. Ich musste das im Discord umstellen, was war das denn jetzt hier? In Discord? Ja. Discord! Aber zumindest seid ihr nicht mehr auf meinem Kanal. Auf meinem Mikrofonkanal. Ja, gut, wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Das ist so ehrenhaft von dir. Ich freue mich. Also ich bin da so glücklich drüber. Du bist einfach ein Ehrenmann. Ja. Ja. Simi, kommst du demnächst? Ich hab 70%. Ja, ich bin schon unterwegs. Ja, schon kannst du weglassen, hat meine Oma immer gesagt, wenn du zu spät gekommen bist. Große Rechner, hast du recht? Ja, ja, ja. Das ist... Bin da, wer noch? Sie ist einfach eine Ehrenfrau gewesen. Absolut. Das Problem war, dass diesen Spruch hat meine Mutter dann auch... Simi, voran! Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich mache das gleich,
Das gleiche kann sie weglassen, hat er dann immer. Ja, ja. Sie hat das dann auf x-beliebig viele Fälle erweitert. Kenne ich. Dieses Zitat. Da vorne mal bitte um und kommen hier wieder lang, sonst wird das mit der Zeit zu knapp. Was? Hause. Wenn sie mich abfährt, da hast du Zeit ohne Ende. Der kann eh nicht fahren. Bei Kevin habe ich immer Angst, ja. Der fährt immer wie so Verrückte. Bei wie vielen bin ich eigentlich Sub? Oh, das ist eine gute Frage. Kann ich aktuell gar nicht nachzählen. Weiß ich nicht. Eine Handvoll vielleicht. 4. Ich habe gerade ein Subgift bekommen, aber. Ach ja. Von wem das denn? Dalukart. Ach, Dalukart, ja, der ist gerade live. Der spielt LOL. Hm. Ich hab den nur einmal ein bisschen geguckt, da hat er gerade, wie heißt das, Drakensang, glaube ich, war das, hat er gespielt. Mhm. Kevin, so. fahr mal von dir aus gesehen rechte Silo-Wand lang und gib da mal hin. Ja, das ist auch ein Panzer hier, das Ding, was du mir hergestellt hast, ne, der Johnny. Das ist also, ganz ehrlich, da kannst du auch mit dem Leo 2 rüberbügeln über den Haufen. Mit dem Leo 2 auch noch. Kevin, mach mal hin. Mach mal schneller, Simi. Wenn ich langsamer werde, du musst immer nur dein Tempo fahren. Den Rest mache ich. Ich dachte, du bleibst jetzt stehen, deswegen. Nicht denken. Nicht denken, einfach fahren. Denke so. Nicht da denken, einfach machen. Da gibt es eine Weisheit von meinem Opa, der hat immer gesagt, der so, denkt, voll. Lassen, die haben einen größeren Kopf. Ja. Aber beim Simi könnte man ja meulen, das ist ein Pferd, weil der hat einen Dickschädel. Ja gut, das definitiv, ja. Ja, ja. Ich habe nur Hellcat. Ja, die kannst du auch mitbringen, das ist gar kein Problem. Kann die auch rüberschrubben. Mäßig wird das schon was interessant. Ich sage, ertragsmäßig wird das hier interessant auf jeden Fall. Mhm. Oh. Ich habe jetzt schon 265.000. Mhm. Ja, Lehm bringt 125% Ertrag. Ne? Mhm. Und ich habe viel Lehm auf dem Feld. Da ist eine richtig fette Ader da drin, ja. Ja. Wow, Kevin, Junge. Ja, Kevin, der kann's immer nicht erwarten. Ne? Das ist immer so ein junger Wilder, weißt du. Aber er kann fahren im Gegensatz zu Simi. Meist Schnauze. Alter, jedes Mal wird auf Simi rumgehauen. Jedes Mal, wenn Maisaktion ist, Simi kriegt immer Lack. Ja, ja. Das ist so geil, ey. Irgendwann kommt die Zeit, wo ich ihn mal überrolle. Simi, ich möchte nur dazu sagen, ich möchte mich da ganz klar von distanzieren. Ja, also das sagst du jetzt so, weil du live bist. Das stimmt, ja. Simi, fahr mal von der Seite rein und dann an der von dir aus gesehen rechten Silowand lang, bitte. Rechte Seite, okay. Ja. Rechte, ich glaube, der Daumen links ist. Wo ist links? Ich glaube, der Daumen rechts ist. Ja, wo ist rechts? Ja, da, wo der Daumen links ist. Ja, das ist schon wieder zu hoch für ihn. Das ja, ja. Wir lassen daumenlose Nick. Kevin, das nächste Mal, wenn du ablädst, bitte, aus voller Fahrt. Also du drückst den Tempomaten rein vorm Silo und fährst mit dem Tempomaten langsam, so wie Simi es jetzt paradebeispielmäßig gemacht hat, durch die Siloanlage und kippst dann im Fahren, fängst du an abzukippen. Weil ansonsten schmeißt du mir immer so einen dicken Haufen am Anfang. Das hat Simi anfangs auch gemacht. Hat er auch immer gesagt, ja, mach ich mal nicht. Und das nächste Mal ist er dann über die Katzler Berge selber rübergekurbelt. Hat sich mega festgefahren. Ich sage, genau diesen Berg meine ich. Und seitdem klappt das. Ja, der Simi, das ist hier astrein, was er hier macht. Das muss man ja, siehst du, warum meckert der dir auch die ganze Zeit über mich? Wie gesagt, ich möchte mich da ganz klar von distanzieren. Ja, das sagst du nur, weil du live bist gerade. Was ihr da hinten auf dem Feld macht, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Also,
Da bin ich raus. Kevin, wie schaut's aus? Ist eigentlich noch ein größeres Gewicht, 70%. Was hier vorne hängen kannst, Jingles? Natürlich auch das von Fan vorhängen, das ist 3,3 Tonnen. Ja. Wir müssen mal ein größeres, hier so ein Betonklotz müssen wir eigentlich mal also Modding-Ding draufpacken. Sieht irgendwie ein bisschen schmal aus, was da vorne dran hängt. Der fährt ja auch sonst nicht so viel rum. Also das, was er macht, ist ja nicht so schwere Arbeit. Ja. An sich ist das Ding schwer genug. Der wiegt 12 Tonnen. Leer. Simi, ja. Schnell. Ja, bin da. Oh, jetzt rammt er mich auch noch ein. Warte, ich fahre noch ein Stückchen vor. Richtig schön viel Geld vom Erich. Was Geld? Ja, du kriegst ja auch noch was von mir. Jackings, wir kriegen alle viel Geld vom Erich. Was? Was? Lüge, ich habe meine Tabelle offen. Also ich weiß ganz genau, wie viel ich kriege. Das dauert nicht lange und ich habe das alles eingetippt. Das geht ganz fix. Ich schlag weniger als sonst kriegst du. Ja, von mir kriegst du 67. Von hier hinten, wo ich gerade bin. Ja. Kommst du hier dran lang, kannst du hier einen Knick fahren, ja, ne? Aber sicherlich. Und dann, wie gesagt, Tempomatstufe 9. Ja. Und dann abkippen. Und zwar zur linken Silowange, bitte. Okay. Ich lass die Hühner, was? Lass die Hühner in Frieden. Noch mehr Frikassee brauchen wir nicht. Vor allem, der Trecker drüber gejuckelt ist. Du weißt doch, sind die Hühner platt wie Della, war der Erich wieder schneller. Trecker fahren! Nee, die linke Silowange. Du bist auf der falschen Silowange. Weil ansonsten habe ich da auf der einen Seite ein Übergewicht und dann muss ich hier immer gegen so, weißt du, gegen so eine Garmin-Gammeln. Kriege ich von Erich 151.000. Was? Jupp. Yep. Muss ich verrechnet haben. Ich habe deine ganzen Flächen bestellt, dann noch vom Roden und so weiter und so fort. Das kommt alles, da hast du nur noch nichts bezahlt von. Oh oh. Ja, und dann wollte er mir helfen beim Kartoffeln wegfahren, weißt du? Und dann sagt er, ich komme dann in der Vorlesung, weißt du? Und dann stehst du hier alleine, ne? Und dann kommt er nicht. Vorlesung ab 14.15 Uhr. Und dann kommt er auf den Server und das Erste, was kommt, oh, Mensch, das ist ja schon alles. Oh oh. Kevin, du hast da ein Problem. Ich steck fest. Ja, warte mal. Oh. Deswegen, fahr am besten jetzt gleich mal mit dem... Ja, mach da aus. Kannst du weiterfahren? Nee, geht gar nichts, dreht alles durch. Nee, warte mal. Ich helf dir. Moment. Ja, man fährt ja auch nicht mit einem LKW durch so ein Ding. Darf ich zum Fliegen kommen? Kevin, gib mir mal Lohner bei dir. Hast du nicht einen starken Mann? Ja, aber es geht nur mit Lohner. Achso. Ja. Ich pack mal kurz ein Obelix aus. Komm mal raus da. So. Was Spencer-mäßig oder was? Ja klar. Was denn? So, warte mal. Wir müssen mal kurz einen Häckselstopp machen. Ich muss hier erstmal den Kasseler Berg von Kevin wegfahren. Ja, mach das mal. Ich hol mal schön einen anderen. Direkt. Nee, du kannst meinen nehmen. Du kannst ja meinen Fan nehmen, der hier vorne steht, mit dem Häckselwagen. Der neben Simi steht. Was mache ich mit dem Rest? Die Häcksel gut? Ja, das fahre ich da gleich rein. Wenn einer von euch nicht da ist. Lass einfach einen LKW da stehen. Der Trailer von Klaas ist sowieso besser. Der ist wirklich genial. Ich muss mir den auch noch kaufen. Und vor allen Dingen finde ich den auch gar nicht, im Vergleich gar nicht teuer. Also das geht wirklich schlimmer. Du sagst, es geht klar. Na, Baby, alle chick? Sprichst du jetzt mit uns, oder? Ich rede hier mit Mrs. Jaggles. Oh, das wäre richtig geil, wenn er sich aber umbenennt, weißt du, weil er ja eine Frau spielt. Ja.
Und dann begrüßt er alle. Moin. Oh. Trap, Leute. It's a trap. It's a trap, it's a trap. So Abbruch, richtig. Abbruch. So eine richtige TV, Alter. Da muss er aufpassen, ne? Da muss er aufpassen. Jackets, können wir? Komm. Er kommt. Also Maschine anreisen. Achso, was hast du gesagt? Auf 9, wa? Ja, muss mal gucken, ob der da mit 9 noch rüberkommt, aber das sollte funktionieren. Ja, links, rechts, Mitte. Ja, versuch mal, warte, muss ich mal von vorne gucken, wie der Pegel aussieht. Versuch mal linkswandig zu fahren. Alles klar, machen wir, Chef. Digital geht immer, was? Karneval Incoming fällt wegen Corona. Ja, stimmt. Jetzt verstehe ich das erst. Digital geht immer. Ja, hier, du weißt auch, hier ist Karneval, hier wird Karneval groß geschrieben. Auch nicht zur Karnevalszeit. Wobei, ist ja wieder, ne? Sagen wir vom 11.11., ne? Ja. 11.11. um 11.11. Das letzte Mal Karneval habe ich gefeiert, keine Ahnung, war ich, glaube ich, 10, 8, weiß ich nicht. Das war Kinderkarneval. Bitteschön. Das war noch ohne Alkohol. Wie traurig. Hä? Alter, was ist das? Los hier. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ja, irgendwie wollte ich gerade Stücke weg mitnehmen. So, ich muss mal eben GPS machen. Was? Mrs. Jaggles ist die stärkste im Knast, definitiv, ja. Im Männerknast, ja, das stimmt. Wir fahren hier an der langen Seite wieder runter. An der langen Seite. Also hier auf zu meiner Rechten. Ja, ich weiß. Das wird jetzt etwas wild aussehen, aber egal. Sieht das nicht die ganze Zeit schon? Ja. Wir sind wild und frei. Frei wild. Boom, Chakalak. Mhm. Okay. Ja. Gute Band. Ist eine gute Band. Boah, frei wild macht schon gute Musik. Teils. Silo-Plätze müssen verdichtet sein. Absolut, ja. Platten. Hä? Schon muss verdichtet sein. Bestens. Aber richtig, du. Hab ich schon gesagt, dass ich einen neuen Stuhl hab? Kramplätze müssen verdichtet sein. Ist es nicht erstmal wichtiger, dass du ein neues Headset brauchst? Ja, nein, er kommt jetzt ein richtiges Mikro. Komfort. Richtiges Mikro zum Weihnachten. Hoffentlich. Simi. Was machst du eigentlich, wenn nicht? Neuer Stuhlgang oder was für ein Stuhl? Nee, das ist Simi. Das ist was anderes. Was? Also, er hat mal andere Viskositätsarten ausprobiert. Der Nächste, der mich ärgern will hier. Beim Simi ist doch 80% flüssig, anstatt gasförmig. Meinst du jetzt Stuhlgang oder? Scheißegal. Hast du so ein komisches GPS? Ich fahre hier eine gerade Linie runter. Oh. Erich, wohin? Fahr mal wieder von der Seite rein, hier wo ich stehe. Und dann kippst du auf der linken Silo-Kante ab. Yep. Wo fährst du jetzt hin? Zur nächsten GPS-Linie. Die da wäre hier. Deswegen habe ich den nicht mehr mit Ketten. Gott, ey. Nee, Jaggles. Ich find's nett, dass du mich so betitelst, wie ich eigentlich betitelt werden müsste, ja. Davon träumst du nachts? Nee, da träume ich eher von anderen Dingen. Oh Gott. Also doch von mir. Von der Flasche Paulaner. Nee, Weizen ist schwul. So ein richtig schönes Fass Guinness, ey. Geil. Das sind die feuchtesten Bierträume, die er hat. Aber so richtig feucht. Flasche Korn.
Hallo. Und das Ganze nochmal von vorn. Jawohl. Richtig. Da werde ich aber richtig feucht im Traum nur. Oi, 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 Olga. Da geht's richtig ab. Da kriegt er richtig Brand. Und morgens macht er sich sein Müsli schon mit Korn an, du. Das glaube ich aber. Nee, mit Whisky. Ist ein bisschen schwungvoller. Nennt man dann Irish Cornflakes. Ist das so, ja? Ist das ja. So ein Geheimrezept oder was? Kevin, fahr mal nach oben. Kevin, warum heizst du eigentlich dauerhaft über den Klee rüber? Ich glaube, das ist. Hä? Wo denn? Ich bin auf dem braunen, du Grasdackel. Also, was? Hier ist. Irgendwer ist hier ganz schön heftig über den Klee rüber genagelt. Man sieht die ganzen Spuren. Wird alles von der Gesamtrechnung abgezogen. Der Kevin ist doch gerade rübergefahren, man hat es doch voll gesehen. Wo denn? Ja, hier links ist der ganze Klee. Ja, da bin ich drüber gefahren, ja. Da siehst du? Mein Klee. Du Affe. Das wird teuer. Ah ja, stell schon die Rechnung, ich hab noch ein bisschen Geld. Ich hab gesagt, wenn ich stehen bleibe, du fährst einfach stumm weiter. Wenn ich stehen bleibe, bleibe ich stehen. Ja, sorry. Oh, Kevin, kommst du ran? Ich bin schon hinter dir. Ja. Ich küsse deinen Arsch schon förmlich. Oh, okay. Ja, riecht wenigstens gut, wa? Nee, eigentlich nicht. Nach der letzten Zeit würde ich das lieber nicht riskieren. Also, hast du dich wieder in Rosenwasser gesetzt, oder was? Kannst aber einen drauf lassen, du. Achso, bitte. Alles klar, Chef. Und dann wieder die linke Seite, bitte. Also diesmal die Angel. Was ist eigentlich mit dem festen Stuhlgang? Ist das toll, oder? Oh, ist das assi, ey. Nee, ja, wenn du von der Seite reinfährst, genau, dann musst du die rechte Seite nehmen. Ja, warte nun! Ja, nee. Nee, die linke Seite. Demi, ja, moin, also, lange nicht mehr gehört. Ja, ich Haselnuss. Fahr rückwärts, Mann, das ist schwierig. Es ist wahnsinnig schwierig, deine richtige. Grüße dich, Haselnuss. Warte nun, links oder rechts? Simi braucht handfeste Dinge. Mit flüssigen links. Kann er nicht. Also doch links. Ja. Oh. Richtig, alles gut, mach weiter. Alles gut. Ich fahre rechts, mir egal. Jetzt muss ich aber. Oh, oh, oh. Ja. Das ist jetzt. Warte mal. Komm her, starker Mann. Ja, ich schieb dich mal ein bisschen an mit meinem Radlader. Schieb mich an. Ich weiß, was ich mitbringe, wenn wir so ein Community-Treffen machen. Oh Gott. Was, eine Flasche Stuhlgang, oder? Nee, Erwachsenenwindeln. Da kann er nämlich auch mitzocken. Die musst dann eher du anziehen, Jackets. Haselnuss, moinsen. Ja, absolut lange nicht mehr gehört. Wie geht's? Ja, ja. Simi, 80%. Ja, ich stecke fest. Schon wieder. Oh, dann geh mal von deiner Frau runter und steck schnell fest. Im Gegensatz zu dir kann ich's. Ich kann's auch. Jetzt geht's hier, jetzt ist aber hier einiges an Sachen. Naja, linke und rechte. Aber abgebaut hier. Linke und rechte Hand zählt nicht. Ja, ich muss hier erstmal gucken, dass ich das jetzt verteilt kriege hier, Freunde. Das ist nicht so einfach, wenn nur einer auf dem Silo ist. Ja, mit zwei kriegst du das ja auch nicht hin, da stehst du hier nur im Weg rum. Naja, ich weiß, aber wenn dann die Masse so schnell kommt. War lange Zeit in Madrid. Was hast du denn in Madrid gemacht? Fußball gespielt. Oh! Alter! Also in voller Fahrt in die Kurve rein, wäre mit dem Traktor ein bisschen scheiße, ey. Ich glaube, das jetzt zusammen. Hatte kein Internet. Das ist ja. Gibt's in Madrid kein Internet? Das ist ja ein dicker Hund, du. Ach ja. Schöne Madrid. Ja. Andere Seite, die Seite. Ja, noch gar keine Seite. Ich muss erstmal hier den Haufen von Simi wegmachen. Oh Gott. Ja, wenn ich mir vorstelle, ist schon wieder anderthalb Jahre her, wo ich in Madrid war. Was, das ich war noch Problem? Niemals in Madrid. Oh Gott. Töte es, bevor es Eier legt. Aber es ist tatsächlich so, ich war noch nie in Madrid. Tatsächlich ich auch nicht, Jiggles. Da können wir mal uns eine Hand nehmen. Mit gebührendem Corona-Abstand. Also mindestens zwei Armlängen auseinander.
Das war nicht ein Problem. Ich war schon wirklich an vielen Orten, aber Madrid gehört nicht dazu. Ich hätte auch nach Barcelona fahren können, studienfahrtmäßig. Ist Kevin aber auch dabei, ja. Kevin ist heute auch dabei, ja. Servus! Aber ich war leider auf meiner Studienfahrt, war ich leider nicht mehr an der Schule. Das ist natürlich doof, ne? Also. Ich habe ein halbes Jahr vorher den Dienst quittiert. Hast du gesagt, hast jetzt genug gelernt und brauchen wir nicht. Kann weg, der Schmutz. Ich habe genug gelernt, ich werde jetzt einfach Bauer. Und trinke Bier. Richtig. Na gut, das hast du wahrscheinlich so Schulzeiten auch schon gemacht. Ja, genau. Er macht sein Hobby zum Beruf. Werd doch Brauer, nicht Bauer. Du hast das falsch verstanden, Alter. Du hast ein R vergessen. Mein Onkel ist tatsächlich Braumeister. Du Hammel. Du hast es falsch geschrieben, den Beruf, Mann. Das Ding ist einfach, man darf seinen Stoff nie selber trinken. Das Gift, was man selber zusammenmixt, darf man nicht trinken, sonst stirbt man. Gut. Ist das so, ja? Ist das so eine alte Brauerregel, oder was? Ja. Du mischst der Chef noch selber das Gift zusammen, jawohl. Ja. Du weißt ja selber, was für ein Scheiß da drin ist, deswegen trinkst du es nicht. Ja, ja. Deswegen trinkst du lieber die Scheiße, wo du weißt, da ist Scheiße drin, aber es ist dir egal, weil du hast dich selber reingemixt. Ja, super. Wunderbar. Also. So. Ja, das ist Quark. Kevin, du kannst abladen und zwar von dir aus rechter Hand. Ich wollte aber tatsächlich mal ein kleines Praktikum da machen und tatsächlich so Grundkenntnisse der Brautechnik einfach mal kennenlernen und auch mal die ersten Biere selber machen. Es gibt ja online sogar zu kaufen so ein Zuhause-Brauset. Ja. Ja, da kannst du halt zu Hause dann halt so über Zeiten dein Bier selber machen irgendwie. So Craft-Bier-mäßig. Gibt's so für allen möglichen Scheiß irgendwelche. Ja. Für zu Hause. Für Whisky, glaube ich, auch und so. Also verschiedene Varianten davon. Kevin, bist du hinter mir? Nee. Was du da machen kannst, ist so ein Hefebier sozusagen. Das ist nicht geil, weil das macht. Bin voll. Ich vermisse es, wie er mit dem Gabelstapler rumfährt. Ja, das kann man auch nicht nochmal. Das geht nicht. Okay, erstmal hier driften. Kevin, er gibt immer Vollgas. Hier ist mehr Action. Was? Hier ist mehr Action? Die Musik von Fast and the Furious. Ja, genau. Tokyo was, ist das nicht spannend hier, oder was? Wenn ich mein Silo schiebe, oder was? Freunde. Ja, okay. Ich krieg gleich links, auch. Rechts, Mitte. Warten. Von hier aus gesehen rechts. Okay. Machen wir. Gib mal jetzt ein bisschen mehr Dampf. Ja, er muss wahrscheinlich zeitnah dann auch händisch steuern, leider. Ich merke schon. Ich komme hier sonst nicht hoch. Oh, er kriegt Besuch. Besuch oder was? Kevin? Ja, ich glaube, der. Keine Nummi ohne Gummi. Mein Beitrag zur Aufklärung. Kinder. So. Ganz wichtig. Er tuckert ja nur auf dem Silo rum. Ja. Bevor ihr euch überlegt, Sex zu haben. Jetzt geht's. Ganz wichtig. Jetzt kommt Dr. Sommer. Nehmt euch einfach, darfst du nämlich schon ab 16, wenn du gut bist, kriegst du es halt schon früher. Da ist keine Gefahr bei. Es nennt sich Bier. Trinkt einfach ziemlich viel. Dann jetzt ist es los. Das ist einfach geil. Sagst du, ja? Wir haben gleich ein kleines Malheur, weil gibt was ist passiert? Was, es gibt Essen? Ja. Ja. Ist aber gar kein Problem. Ja, bei mir auch. Ja, dann machen wir eine kurze Häckselpause, ist gar kein Problem, weil ich muss hier erstmal Miete vernünftig machen. Ja. Kevin, mach ich noch fix voll und dann gehe ich essen. Ja. Genau. Ja, dann kann ich bei mir auf dem Hof eben noch schnell was machen. Ja, ja, alles gut. Ich mache hier meine Miete dann schick. Mmh. Oh, ich war noch nicht fertig. Nicht, aber es gibt bessere Arbeiten. Das stimmt. Nö, alles gut, also, da hast du recht. Aber es muss halt gemacht werden, ne? So sieht's aus.
das. Ich war noch nicht fertig. Ich war noch nicht fertig. Also er war in seiner... Ja. Es ist ganz wichtig, dass, wenn euch ein Bier vielleicht nicht mundet, unbedingt das nächste Bier zu nehmen. Weil Masse statt Klasse. Oh. Ja? Und ihr lauft dann niemals Gefahr, Geschlechtskrankheiten zu bekommen, aus Versehen Kinder in die Welt zu setzen, Frauen im Bett zu haben, aus Versehen so ein Simi im Bett liegen zu haben. Also was Besseres wie mich gibt es gar nicht. Ah, stimmt, du bist die schönste Frau hier unter uns. Aber Erich, fällt dir was auf? Heute geht auf das Simi los, nicht auf mich. Ja, ich weiß auch nicht. Du warst aber zu lange weg. Der hat die ganze Zeit schon auf Simi rumgehackt. Das ist normal. Mittlerweile ist das schon standardmäßig. Jaggles ist einfach nur neidisch, weil er mich nicht haben kann. So. Das stimmt, ja. Das hat nee, dafür habe ich ja mein Bier. Oh, das mundet schon wieder, ey. Ich habe aber auch Schlagzahl drauf. Ja, beim Häckseln immer. Natürlich. Der rechnet die Hektarleistung immer in Kubik Bier um. Jackets, was merkst du? Hey, hallo! Ich hab hier meinen GPS-Kurs drin, ich fang ja, ich seh's, wie du rennst. Erich, der Jackets zahlt die nächste 2 Reife für dich. Oh. Ich bin voll, Jackets! Trink weniger! Der ist selber noch nicht voll, das ist das Problem. Und ich hätte gerne etwas. Er fährt manchmal 50 Meter weiter schräg, weißt du? Voll auf die Hörner genommen. Feier ich. Ja, aber volle Röhre. Also, Erich, 50% vom Lohn gehe auf dich, weil du 2 neue Reifen brauchst. Ich bin kurz weg. Ich komm gleich wieder. Ja. Einfach Bescheid sagen, wenn wir da, weil wir weitermachen können. Ja, alles gut. Also, wie gesagt, ich fahre jetzt eh erstmal meine Miete schick hier. Ja, ich mach dann hier eben gerade noch meine Viecher. Weil der Jaggles braucht ja auch ein bisschen Futter, ne? Ja, Kevin, willst du jetzt auch erst essen, oder was? Ja, ich gehe jetzt auch gleich essen, wenn es überhaupt schon fertig ist. Schrei alle zusammen, wenn es noch nicht fertig ist. Das muss jetzt gehen, das ist Timing. Stimmt eigentlich noch jemand aus dem Team, außer du und Erich? Nein. Oder? Nee. Nein. Also nicht, dass ich es wüsste. Kev, du kannst von dir aus gesehen linke Seite wieder abkippen. 9 km/h. Kevin kann nicht, der hat so eine lahmarschige Leitung. Das stimmt. Also, die waren 1944 wahrscheinlich schnell. Und Jaggles, keine Ahnung, er hat, glaube ich, gar keinen Bock. Auf was ja, überhaupt? Er überlegt es mal, hat er mir mal erzählt. Können wir nachher mal fragen. Aber so richtig was geplant ist nicht. Was um was geht's überhaupt gerade? Stream. Ob irgendwer also, außer uns noch streamt, außer Simi und mir. Würde so, auch dann, nur noch Kevin von euch yo. Gucken. was hat er gesagt? Er würde dann nur noch Kevin noch... mit, ja, also mit einfach, uns zusammen gucken. Er hat einfach die Sympathiepunkte, Simi. Da können wir nicht gegen an. Das ist einfach so. Ich und Sympathie, hallo. Zäh, ich doch nicht. Aber der Jumpy, der lurkt da sowieso die ganze Zeit immer rum. Ob er da ist oder nicht. Ja? Jumpy. Jumpy, ja. Der ist immer da und doch nicht. Die anderen sind zu anstrengend. So, Leute, bis gleich dann. Jo, bis gleich. Ja. Naja, man merkt, ich war schon lange nicht mehr drauf, ey. Auf dem Server? Ach ja, du warst ja gar nicht dabei jetzt die letzten Male. Da war ich ja mit dem guten Jaggles alleine. Wie habe ich das eigentlich überstanden? Ja. War Jaggles nur alleine? Ja. Achso, Löwe war drauf, aber Löwe erzählt ja meist nicht viel. Deswegen wollte ich den immer zu erwähnen. hat er sich eigentlich bei dir gemeldet bezüglich der Karte? Nee. Wollte er ja irgendwie diese Woche mal raushauen und mal mit uns testen. So. Ich meine, also, ich habe jetzt diese Woche sowieso nicht großartig Zeit. Ist Vorweihnachtsstress und sowas. Also die haben uns heute die Hütte eingetreten. Okay.
Weil meine Mutter hat auch schon so einen Zick gehabt hier bei uns in der Altstadt, weißt du? Mhm. Es hat alles zu. Aber die Altstadt war so voll gewesen, weil es gibt so eine Grauzone, beziehungsweise was erlaubt ist. Du darfst bei den Geschäften bestellen und dort bei den Geschäften abholen. Das ist ja jetzt auch die Grauzone, die sie jetzt haben, um Silvester-Scheiße zu verkaufen, ne? Hast du das gelesen? Also bei uns im Anzeiger hat zum Beispiel Lidl es so gemacht, wenn du online reserviert hast, deine Knallereien, hier Böller und was nicht alles. Darfst du abholen. Dann darfst du sie abholen am 30. Ja. Aber ausschließlich bei Vorbestellung, weil das ist wahrscheinlich dann wiederum nicht in diesen beschissenen Regelungen zusammengefasst, dass man das dann nicht vermarktet, weißt du? Also das ist so. Es macht aber auch jedes Bundesland wieder. Ja, genau, alleine. Genau. Und das ist halt Berlin, so. Berlin ja. Zum Beispiel ist verboten. Du darfst knallen, aber es ist verboten, dir aus Geschäften Knallzeug zu besorgen. Genau. In Hamburg ist es komplett verboten, da darfst du nicht mal mehr knallen. Es ist merkwürdig. Es ist absolut merkwürdig. Und da steigt auch keiner mehr so richtig dran lang. Also nicht mal der Handel steigt mittlerweile dran lang. Also wir als Händler, wir gucken tatsächlich auch regelmäßig jetzt täglich mehrmals in unsere Mails rein, ob wir dann halt von der Zentrale irgendwie andere Sachen kriegen. Weil wir würden halt ein hartes Verlustgeschäft machen, wenn alle anderen verkaufen und unser Scheiß steht da halt rum. Ne? Weil ja, natürlich. Tun das die Händler alle. Also, die haben das alle im Lager stehen. Das kann mir keiner erzählen, dass er das nicht hat. Ne? Das Schlimme ist ja, das Knallzeug, was ihr eventuell habt, wenn es nicht verkauft wird, geht es wieder zurück. Weil die Händler machen dadurch ja gar keine Verluste, weil die Firma, so wie Weco zum Beispiel, das wird ja auf Kommission verkauft. Richtig. Ja, also bei uns ist es tatsächlich so, das ist ja über das Zentrallager bei uns alles gesteuert. Wir haben schon das Go gekriegt, dass wir bei zu wenig Lagerkapazität im eigenen Lager, können wir die Paletten wieder abholen lassen. Das ist eigentlich total random. Die holen dann mit dem gleichen LKW die Paletten wieder zurück, wie sie es geliefert haben. Verwahren dann unsere Paletten im Hauptlager und nächstes Jahr kriegen wir die gleichen wieder. Also es ist total beschissen. Also wirklich total beschissen. Es ist genauso hier bei meiner Mutter zum Beispiel, die arbeitet ja bei Wurwurt. Die konnten ja dieses Jahr keine Ostersachen verkaufen. Ja. Das mussten die bei sich jetzt in der Filiale die ganze Zeit lagern. Und jetzt haben sie es, jetzt, wo sie jetzt zu haben, haben sie es jetzt aufgebaut. Ja, es ist armselig. Es tut mir einfach schon weh, als Händler, da diese Bestimmungen und das Kram sich anzugucken zu müssen, weil da denkst du dir echt, also Freunde, wer denkt sich das denn aus? Ja, ne? Weil die machen Geschäfte zu, darfst aber trotzdem Sachen bestellen und dort abholen. Was ist das für eine Logik? Vor allen Dingen haben sie dann gemerkt, der stationäre Handel darf es nicht verkaufen, aber der Onlinehandel schon. Da hat ja der stationäre Handel einen totalen Nachteil dran. Ach nee, wirklich. Also wer ist denn auf diese schlaue Einleuchtung gekommen? Also natürlich hat man dann einen Nachteil. Also das ist so affig einfach nur. Was, Zerstörer fragt Baumarkt? Ja, ich weiß nicht, was er mit dem Baumarkt meint. Wo ich arbeite oder was? Nee, das ist ein Lebensmitteleinzelhandel. Ey, ihr habt da sowieso im Ofen. Ihr müsst ja offen haben, weil das ist. Ja, also offen haben wir, ja. Aber wie gesagt, die haben uns heute die Hütte eingetreten. Ne? Also als würde es nach Weihnachten nichts mehr zu fressen geben. Das ist so krank. Was die Leute dann auch rausschleppen, ne? Die Einkaufswagen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, das ist unnormal. So viel kaufe ich ein in drei Wochen, in vier Wochen manchmal. Das ist der Wahnsinn. Ja, die haben Angst, dass es nichts mehr gibt. Also ich weiß es nicht. Ja, aber das ist doch unbegründet. Das ist doch jedes Jahr zu Weihnachten die gleiche Scheiße. Jedes Jahr zu Weihnachten sind diese Mongos unterwegs und kaufen ein für 18 Familien, sind aber nur zu dritt zu Hause. Ich muss tatsächlich morgen nochmal los für Weihnachten nochmal was besorgen, weil ich nicht alles da habe für meinen Krustenbraten. Aber das mehr brauche ich auch nicht. Ansonsten habe ich alles da. Darf man fragen, bei welcher Kette? Na, klar kann ich das sagen. Ich arbeite bei Edeka. Mit Stolz. Nee, bei Edeka? Bin ich da vorbelastet von meinem Vater. Der arbeitet bei Edeka schon seit über 20 Jahren. Ich habe bei Edeka sogar meinen Krustenbraten geholt. Ich sag mal so, ich werde wahrscheinlich enterbt, wenn ich irgendwo anders anfange zu arbeiten.
Also wenn ich einkaufe, sind gleich 100 bis 150 Euro weg. Ja, du hast ja auch eine Großfamilie. Absolut, Jumpy, absolut. Absolut. Aber manchmal... Aber moin erstmal. Die Paletten verräumst und dann hörst du diesen Jingle im Radio, da denkst du dir auch, Alter. Toll, ja, danke. Dann kannst du ihn auch nie mehr hören. Aber im Grunde genommen sollte das schon so sein, ja. Ach so, du hast übrigens deine Nichte heute neu angerufen. Die hat übrigens Geburtstag, ja? Unterstützt den lokalen Einzelhandel, definitiv. Kann ich nur so unterschreiben. Gerade fernab der Lebensmittel-Einzelhändler und Baumärkte und sowas. Also lokaler Einzelhandel ist zwar auch das, aber was viel wichtiger ist, dass man die Leute unterstützt, die selbstständig sind und in Fußgängerzonen und sowas, die ihre kleinen Boutiquen haben und sowas. Deswegen finde ich das auch nach wie vor vernünftig, von der Bundesregierung zu sagen, komm, ihr braucht jetzt so dieses Jahr Weihnachten nicht zwingend jetzt noch irgendwo online was bestellen an Geschenken. Schenkt lieber einen Gutschein und kauft es dann im stationären Handel. Guten Morgen, hat Antje Fröhm. Wir müssen auch noch einiges einkaufen für Weihnachten. Es wär schöner, aber da wird sich halt kaum einer dran halten, leider. Leider. So, leider. Ach, scheiße, jetzt hast du den. Egal. Was suchst du denn? Nee, ich wollte, obwohl es müsste, nee. Kriege ich den mit dem Selbstladerhänger auch Mischration? Müsste eigentlich, oder? Ja, müsste eigentlich gehen. Müsstest du mal ausprobieren, das weiß ich nur nicht. Ja. War heute mit ein paar Weihnachtssachen noch beschäftigt. Ja, ich nicht. Ja gut, das ist halt der, wenn man so nennen möchte, fast positive Aspekt der Krise. Dem Handel ging es nie so gut wie zurzeit. Definitiv nicht. Also den Lebensmitteleinzelhändlern. Ja, also so kleinen selbstständigen Leuten, die knabbern echt daran. Bangen um ihre Existenz. Aber so dem Lebensmitteleinzelhandel und auch den Baumärkten ging es nie besser. Sagen wir so. So. Nee, kriege ich nicht. Schade. Schade. Ja, sonst hol dir den Hänger doch kurz weg. Wer weiß, wie lange die hier noch am Schroten sind, die beiden. Nö. Ist ja noch ein bisschen drin. Ist jetzt nicht so, dass sie ganz verhungern. So viel verbrauchen die gar nicht, ne? Die Viecher? Nö. Hm. Also ich habe 660.000 Liter hier schon drin. Krasse Scheiße. 660.000 Liter. Mhm. Ist ja mein... Und ich habe noch ein paar Schläge da. So viel ist da noch gar nicht runter, ne? Ach, ich habe ja gar keinen Scheiße. So. Wie gesagt, jetzt machen wir erstmal hier kurze Häckselpause. Bedeutet, ich stelle auch den Radlader mal. Siehst du, ich wollte Milch verkaufen. Ich muss Milch verkaufen. Ich habe jetzt hier hinten einen riesen Kuhstall, Jumpy. Der muss befeuert werden. Der hat Platz für wie viel? 2000 Kühe? Oder 1000? 2000. Also zurzeit sind keine 100 drin. Aber da werden einige Kühe noch reinwandern, so als Reinvestition. Schweinebetrieb habe ich jetzt komplett eingestellt, ich gehe jetzt nur noch auf Kühe, weil die für mich profitabler sind. Was war denn das? Ist das Handy neu gestartet oder was? Nee, mein Bruder ruft mich an, der weiß, dass ich am Stream bin, der hat gerade mir geschrieben, er ruft mich an. Was ist das für Blödsinn? So ein Lümmel. Nee, und fürs Futter halt, ne? Und ansonsten schmeiß ich es in meine kleine BGA, schmeiß ich auch immer mal was rein, so ein paar Ups, Kaufeln. Wo will ich denn? Ach so, wenn du deine Nichte sprechen willst, die ist eh gerade nicht da, die ist drüben bei Nachbarn. Wieso
habe ich überhaupt Ton an? Wie los? Kann ich eigentlich mal machen hier? Nochmal drüber düngen. Jump, ich schreib Handy weg am Steuer. Ja, ja. Ja, ja. So. Ich brauch... Achso, warte mal. Ich brauche... mit was war denn das? Stroh war mit... Das ist interessant. Mit Weizen war, wa? Wo ich am meisten Stroh rauskriege, wa? Weizen oder Gerste kannst du dir aussuchen. Das ist tatsächlich ziemlich egal. Also eins von beiden. Nee, ich muss ja da. Ich feiere diese Spritze hier, ne? Die Stara, das ist so ein geiles Gerät. Weil du kannst zwei verschiedene Sachen auf einmal transportieren. Hinten hat es ja einen Feststoffdüngertank. Ja. Da kannst du dann Dünger streuen. Und vorne drin habe ich jetzt zum Beispiel Pflanzenschutzmittel. Okay. Und dann kannst du halt, nachdem du Dünger geschmissen hast, gleich Pflanzenschutz machen. Ja, das ist schön. Ehrenhaft ist, finde ich. Wie soll ich anrufen, wenn du nicht rangehst und eine andere Nummer haben wir nicht? Ja, sie ist sowieso gerade nicht da. Warte mal, ich schick dir mal die Nummer von... Hier ist was los. Ich hab sie dir doch mal gegeben, oder? Oh, hat sie immer gegeben? Nur aufpassen. Was halt geil ist mit dem neuen DLC, dass er halt so, also der ist noch an, aber du schmeißt halt nicht zu viel Dünger irgendwo durch die Gegend. Was die denn hier für ein Bild drinne? Gut, dass das auch nur da rein, wo es hin muss. Aber da fehlt auch Kalk, aber das mache ich jetzt nicht noch. Das müsste die hier sehen, so. Und Melli, warte, die habe ich, glaube ich. Ja, ich habe sie dir jetzt mal geschickt. So. Weil die müsstest du eigentlich haben wegen damals, wegen der Wohnung auch. Das ist so schwierig zu sehen, die kann, ich fahre jetzt richtig überlappend, aber es ist egal. Weil er schmeißt auf der rechten Seite jetzt zwar augenscheinlich was hin, aber eigentlich nichts. Weil dafür verbraucht er nichts. Deswegen geht auch mein Düngervorrat hier unten relativ langsam runter. So viel Dünger verbraucht er eigentlich nicht, wenn... Falsche Taste. Nee, falsche Taste. Geht zu! Aber warum bin ich denn jetzt hier noch so stickstoffmäßig so unterdüngt? Frage. Müsste bei mir eigentlich auch mal messen. Bin ich jetzt aber zu faul zu. Also maismäßig bringt das richtig was, ne? Oh, Stream Heroes, schreibt mal wieder Nachrichten in meinen Stream. Was ist denn da los? Jetzt wäre ich aber gleich welk hier, du. Stimmt, das hat er eine Zeit lang nicht gemacht, wa? Hat zwar so gecraftet, aber nicht mehr geschrieben, wa? Ja, ja, genau. Also irgendwas. Hast du eigentlich wieder Berufsschule? Zurzeit sind tatsächlich Ferien. mit anderen Worten, nein, habe ich nicht. Nee, das ist falsch. Nee, falsch. Aber wie geht's blöder? Also. So. Nein,
Achso, hier, du wolltest ja wissen, wie der intelligente Richter ist. AI Weichel Extensions. So. Gesundheit. So richtig, also weiß ich nicht, ja, stickstoffmäßig ist das immer noch nicht gut, ne? Ich mähe das jetzt mal ab und dann gucke ich mal, ob ich das zweimal düngen kann. Wahrscheinlich fehlt mir auch Kalk dafür. Ich meine generell durch deine Umschulung. Hast du jetzt eigentlich... Ja. Also ich habe ganz normal generell, wenn denn Schule ist, Berufsschule, ja. Weil die Umschulung ist ja eigentlich nichts anderes als eine verkürzte Ausbildung. So kann man das sehen. Es gibt verschiedene Arten von Umschulungen, natürlich. Aber meine ist nichts anderes als nochmal eigentlich eine neue Lehre. Mit einem anderen Schwerpunkt, nur dass ich mir das halt vorher anrechnen lassen konnte. Wer denn hier? Oh, wo steht der Drescher? Den kann ich ja auch mal verkaufen, ne? Der Drescher, der steht mir hart immer auf den Füßen rum hier. Mal gucken, wann die Beine wieder auftauchen. Ja, schauen wir mal. Ach, siehst du, jetzt weiß ich, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob es ein neues Update gibt für den intelligenten Helfer. Hm. Ich habe ein bisschen mitgemäht hier. Die will er nicht gerade. Na gut, dann müssen wir es anders machen. Zack, zack. Bevor Kevin mir das nämlich noch weiter plattfährt hier. Schneide es lieber. Ich bin auch einmal rübergefahren. Aber da habe ich es erst gar nicht so mitbekommen, dass es ein Feld von dir ist. Alles gut, ist nicht so schlimm. Tut mir nicht weh. Das bisschen hier. Okay. Hast du zu Corona-Zeiten Online-Unterricht? Einmal hatte ich tatsächlich Online-Unterricht. Hast du morgen wieder normal oder was? Bitte? Hast du morgen wieder normal, oder? Nö, gar nicht. Es sind ja schon Ferien. Ach so. Das eine Mal hat mir tatsächlich auch gereicht. Ich hoffe, dass es jetzt nach den Weihnachtsferien wieder normalen Unterricht gibt. Aber ich glaube noch nicht dran. Ich glaube auch nicht dran, dass mein Kind hier am 11. wieder in die Schule gehen kann. Ja, das ist einfach, es ist sehr lästig. Es ist sehr, sehr lästig. Weil Online-Unterricht ist tatsächlich nicht so knorke. Klar, du kannst ein bisschen länger schlafen und du sitzt hier nur vorm Bildschirm und wir nutzen iSurf. Müsst ihr auch eine Webcam anmachen, oder? Nee. Aber wir können uns halt per Mikrofon zuschalten, wenn wir mal eine Frage direkt stellen wollen. Achso. Achso, nur der Lehrer ist dann per Webcam zu sehen, oder was? Genau. Aber da unsere Lehrer, ich glaube, im Jahre anno 1850 technisch stehen geblieben sind, ist das ein bisschen schwierig. Also manch einer kriegt es besser hin, natürlich, es gibt immer Ausnahmen. Ja, wahrscheinlich die sowieso sich so mit Computer eher auskennen und sich mit beschäftigen. Ja, wie gesagt, das kann man sich drüber streiten, ob das jetzt eine gute Alternative ist. Ich finde nicht, weil
Präsenz. Nee, da fehlt die Persönlichkeit. Da fehlt einfach die Persönlichkeit. Vor allem einer, der sich da vorne hinstellt und dir da die Scheiße erklärt. Also klar kannst du dir auch Inhalte selber erarbeiten, aber sagen wir mal ehrlich, kein Schüler wird sich so effektiv wie in der Schule konzentriert da Sachen erarbeiten können. Ja. Und vor allen Dingen muss man sich auch vieles dann gerade bei neuen Thematiken selber irgendwie rauspoolen da und dann fehlt halt derjenige, den du mal fragen kannst oder den du mal, ja, der dir das verständlicher macht irgendwie, weil es gibt ja nicht umsonst den Beruf des Lehrers. So. Ja. Also, das wurde mal erfunden, damit man das Lernen halt vereinfacht. So. Nicht jeder Lehrer kann das, ne? Weil Pädagoge ist halt nicht gleich Pädagoge, aber bei den meisten bringt das schon was, so einen Präsenzunterricht zu haben und irgendwie die Gewissheit zu haben, dass man den auch fragen kann. Ich kann auch online fragen, natürlich, aber ob der mir da jetzt vor seiner schlechten verpixelten Webcam da rumfuchtelt, wie so ein Geisteskranker, oder nicht, macht wenig Sinn. Jiggles, was rennt sie hier rum? Ja, ich warte drauf, dass wieder Abfahrer kommt. Hat's gemundet? Ja. Warte, ich komm gleich. Was gab's denn Leckeres? Frikadünsen. Oh, njam, 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 njam. Wildfrikadünsen, um genau zu sein. Was dabei? Bohnen. Oh. So schöne Prinzessbohnen dazu? Ja. Njam, 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 njam. Und eine schöne Kartoffel. Nee, Kartoffeln nicht, weil meine Eltern momentan kohlenhydratfreie Ernährung machen. Also gab es nur Frikadünsen und die Bullen, oder was? Ja. Und du weißt, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, ne? Bei mir schon nicht mehr, das ist eher der Alkohol, der das Problem darstellt. Alter, ich bin hier noch am... So, wo stehst du? Ich will mal gucken, wo du bist. Ist aber besser als gar nichts, aber ich verstehe, was du meinst, ja. Also bei uns hat das geklappt, haben im Jahr 2020 fast keine Verluste in der Prüfung. Technisch eigentlich ganz gut ausgestattet, Jambi. Also ich muss ja einen gemacht in der Schule oder Fortbildung. Es gibt noch Schulen, da ist das viel schlimmer. Aber dennoch fehlt halt derjenige, der da irgendwie mal vorbeigaloppieren kann am Schulpult, sage ich jetzt mal, an deinem Tisch, wo du da prangst und dir das direkt erklärst. Weil das ist ja, dann lieber das Gesabbere anhören, ja, besser 8 Stunden Schule, aber gar kein Schlaf. Oh, warte. Aber ich fahr so nah wie möglich an dich ran, mal. Ja. Ich hab Krautpfanne? Ist das mit Sauerkraut oder was ist denn eine Krautpfanne? Kraut und Rüben oder was? Links Krautpfanne. Ja, ich fange mal an, dass ich hier die Schläge mal abmähe, habe ich mir gedacht, weil da muss dann auch mal Kalk drauf. Boah, die Kalk. Weil die sehen nicht so... Ich glaube, bei mir hat die Düngung nicht funktioniert, da muss ich nochmal beobachten, wie das weitergeht. Bei dir auf deinen eigenen Feldern, oder was? Mhm. Das Jahr 2020 haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht, was die Technik angeht. Corona hat uns umdenken lassen. Ja, also... Ja. Wohlgehacktes Kochen. Was ist denn hier passiert? Mach das hier, Logo. Also gezwungenermaßen mussten wir ja so ein bisschen mit der Zeit gehen und uns dazu nötigen lassen. Irgendwie bin ich zu schnell, kann das sein? Nötigen, so Equipment zu kaufen, wie eine Webcam oder ein Headset oder erstmal überhaupt einen vernünftigen Rechner, der nicht... die gleiche Rechenleistung hat wie mein Taschenrechner, der mit einer Knopfzelle läuft. Das ist doch cool. So richtig retro. So. Wie gesagt, ich verstehe nicht so richtig. Also ich habe das jetzt hier einmal gedüngt, um Stickstoff ein bisschen rauszuholen da, aber drauf zu bringen, aber... Wenn es logisch sein sollte, dann dürfte man bei Leguminosen generell keinen Düngerverbrauch haben. Mhm. Weil die ja durch Knöllchenbakterien sich selber Stickstoff aus der Luft ziehen können. Bedeutet was ist denn das für eine Moppelkotze? Klee, Bohnen und so weiter und so fort, das sollte eigentlich kein Stickstoff, also keinen Düngerverbrauch haben. Die Lugo, was soll das sein? Hab
Aber ich glaube dir, dass das lecker schmeckt. Das sieht halt gekochter Kohl, sagen wir ehrlich, bis auf cool. Kraut, jetzt sieht eben immer lecker aus. Ne? Aber wenn du jetzt so Spitzkohlauflauf machst oder so Würsing oder sowas, das sieht halt immer aus wie ausgekackt. Es schmeckt meistens richtig lecker. Was ist denn das? Kohl mit was? Kartoffeln? Kohl mit, was hat er geschrieben? Kohl und gehacktes. Ach so, ja, das kann man essen, ja. Ja, ja. Also das ist. Ich mach das auch gerne so als Auflauf. Ist auch richtig lecker. Oh. Ist auch gar nicht so schwer. Ist auch gar nicht schwer. Wie findest du denn die Digitalisierung an Schulen? Gut. Denn wir hängen, was das Bildungssystem und die Digitalisierung an Schulen angeht, hinter vielen anderen Ländern meilenweit hinterher. Wir haben zwar einige Schulen, die richtig gut ausgestattet sind, also wirklich gut ausgestattet sind, aber sind leider, muss man dazu sagen, noch die wenigsten. Warte mal, ich muss mal nochmal drehen. Und das bedeutet, dass das halt diese Flächendeckung ist in anderen Ländern besser. Also ich bin definitiv dafür, weil auch ich selber merke es jetzt wieder in der Position des Schülers, sage ich jetzt mal, fahr mal mittig drauf, dass es mir einfacher fällt mit digitalisierten Medien. Also ja, das wird irgendwie strukturierter und für mich einfacher zu verstehen. Ich weiß es nie, ob das jetzt einfach der Gang der Zeit ist, ne? Dass jeder mit Word umgehen kann und eine PowerPoint-Präsentation erstellen kann. Das ist jetzt für mich keine Digitalisierung. Nee, das ist auch, wir haben zum Beispiel in jedem Klassenraum auch so Kameras. Ich muss nochmal rüber. Am Lehrerpult und da kannst du halt, also der Lehrer braucht nicht mehr auf der Karte, auf der Tafel schreiben. Ich hab noch was drin, ja. Entspannt an seinem Pult und schreibt auf einen Zettel und die Kamera projiziert das praktisch über den Beamer an eine Wand. Und kann dann halt in Echtzeit seine Notizen mit uns teilen oder was auch immer, irgendwelche Schriftstücke vorzeigen, irgendwelche Texte, die wir abschreiben sollen oder wie auch immer. Was ich richtig gut finde. Und genauso kann er auch wie so Screenshots machen von dem, was er macht und kann dann schon mal weiterschreiben, aber man sieht halt nicht live an der Wand, was er da schreibt. Finde ich richtig geil, die Technik. Vielleicht ist das auch schon standardmäßig, keine Ahnung, ich war schon lange nicht mehr in der Schule. Die Digitaltafel da? Ja, nicht nur Digitaltafeln, sondern auch so, das ist einfach so eine Cam. Das ist wie so eine Webcam an so einem Arm. Und das die so über die Tafel hängt. Nicht über der Tafel, sondern direkt am Lehrerpult. Okay. Also es gibt ja einmal diese, was du meinst, das sind ja diese intelligenten Tafeln da und so Krams. Ja, sowas ist in der Schule von meiner Tochter. Ja, und das meine ich halt. Also manche Schule ist schon richtig gut ausgestattet. Ich finde es sogar gut. Halt noch, bitte? Das Gute finde ich ja daran, auch, dass man auch gewisse Sachen einsparen kann. Ja. Was am Materialverbrauch ist, so wie Kreide und umweltschonender und. Ja, auf der anderen Seite gibt es halt die Schulen, die immer noch so einen Overhead-Projektor haben. Ja? Oder irgendwie halt einen Röhrenbildschirm mit Kassettenrekorder und sowas. Also, das meine ich halt mit dieser Flächendeckung in der Digitalisierung. Das passt halt nicht zusammen. Es kann nicht eine Schule ausgestattet sein. Mit der Ausstattung eines Bugatti Veyron und die anderen fahren Trabi. Das geht nicht. Also ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen an die Senate, so ein bisschen, was die an Geld zur Verfügung stellen. Definitiv. Wenn der eine Senat sagt, nein. Oberstufenräumen hatten wir diese Whiteboards. Die wurden aber nie genutzt, weil kein Lehrer entweder das Equipment dafür hatte oder Ahnung hatte, was das überhaupt ist. Wir hatten tatsächlich sogar eine Lehrerin, die da mit so einem wasserfesten Edding drauf gemalt hat. Im Gegenzug dazu hatten wir tatsächlich noch einige Lehrer, die mit nicht Videokassetten, sondern Spulen gearbeitet haben. Also so richtige. Scheiße. So richtig wie im Kino, so ein Spulen. Mit so einem Filmband drin, ja? Ja, genau. Das war eigentlich schon so kultig, dass es schon wieder geil war. Da waren dann irgendwelche Aufnahmen von 1940, 50 oder so aus Afrika oder so. Ich muss dazu sagen, dass das geilste Erlebnis, was ich technisch mal hatte in der Schule, war tatsächlich meine ehemalige Französischlehrerin in der Realschule. Die hat nämlich gesagt, wir machen in der nächsten Stunde machen wir mal so Listen and Repeat mäßig, ne? Und hat dann von
aus dem Technikraum ein hochmodernes Gerät, einen CD-Spieler geholt. Ja, das war für sie schon ein hochmodernes Gerät. Denn das Problem war, die Musik hatte sie nur auf Diskette. Das Problem ist, der CD-Player konnte keine Disketten spielen. Das wusste sie aber nicht, dass es diesen Unterschied gibt. Und hat dann okay. Die Diskette eiskalt in das CD-Fach gestopft. Eine Umdrehung hat er auch geschafft. Und danach fing das Ding an zu rauchen. Wie alt war die denn? Alt. Richtig alt. Also, das war... Ich sag mal so, sie hatte mehr Falten im Gesicht als, weiß ich nicht, ein Elefant am ganzen Körper. Also, das war... Die war so richtig altes Eisen, ne? Also, und da weißt du auch wieder, ganz ehrlich, der brauchst du auch nicht erklären, irgendwie, was denn eine CD ist, sondern eine Diskette, wo der Unterschied liegt. Das kannst du bei der lassen, ne? Das kommt nicht an. Das hört nicht. Na, Jagels, holst du dir wieder Gras rein, oder was? Was, Absinth? Ab. Jeder hat einfach so ein Bodentestgerät, ne? Ja. Na los. Ach, Jiggles, das ist dein Laster hier, ne? Oder? Ja. Ach, du hast den Vierachser genommen, oder was? Ein richtig zorniges Gerät, ey. Seid ihr für Schlappen drauf, Alter? Okay. Fahr mal ein Stück zurück, bitte. Warte. Hier nochmal eine Stelle ausmisten. Der triggert deinen Anhänger gar nicht mehr. Doch jetzt. Na. Danke. Schon sagen, die ganze Zeit hat es funktioniert. Das finde ich halt auch so ein bisschen merkwürdig bei den Stellen hier oder bei den meisten Stellen im Farming Simulator. Selbst bei den Mods ist es so, dass die verschmutzen dir halt hier vorne. Der ist endlich, ja. Aber es kommt halt immer nur, also du schmeißt Mischration rein, pur Mischration, und es kommt halt nur Silage raus. Ja. Wo du denkst, was ist da los? Also unter einer Stallverschmutzung, klar, einerseits musst du natürlich den Futterplatz irgendwie sauber machen und sauber halten. Auf der anderen Seite wäre es aber auch cool, wenn du irgendwie regelmäßig irgendwie ausmisten müsstest oder so. Das halte ich eher für sauber gemacht, sag ich mal. Ja. Aber diese Silage, die kippe ich immer gleich wieder rein, die lasse ich dann im Kuhstall. Die fressen sie dann wieder mit, das ist mir doch egal. Halt fressen die Kacke. Rate, wie geht's dir, mein Gutster? Was ist eigentlich mit Kevin? Wo ist der jetzt gerade? Keine Ahnung. Fressen. Der Mampf immer noch. 90. Spielt sich Letztens hat er auch gesagt, er geht essen und kam nicht mehr wieder. Ich habe übrigens 708.000 Liter hier schon drin. Möchte ich nur mal gesagt haben. 708? Ja. Warte, 52 kommen noch dazu gleich. Mhm. Ohne Alter, dass das noch vorne vor als Rampe gebaut ist. Das ist mehr wie bei mir, Alter. Der Warte, schraubt was, sich ein. Warst du hart am Schuften oder was? Und selbst bestens, alles gut. Danke der Nachfrage. Ich war zwar heute auch hart am Schuften, aber es ging. Er geht ja sowieso gleich wieder schlafen. Für eine Vorweihnachtswoche ging es. Moin Meister, Jonas, grüß dich. Cordula Korn! Cordula Grün? Cordula Grün. Jo, 2 Uhr nachts bis 16 Uhr, was ist das denn für eine Schicht, Alter? Die lecken hier am Arschschicht oder was? Simi, das habe ich genau gesehen, dass du Front da umgefahren hast. Ich habe nichts umgefahren, habe nur zur Zeit geschoben. Schieb einfach wieder mittig drüber. Ich habe nichts umgefahren. Wieso? Der steht an der Seite, perfekt. Also, was willst du? Du kommst doch ran. Perfekt eingeparkt, ja, stimmt. Mittig hast du gesagt, oder? Oh. Der wird hier noch zum Silo-King. Also wirklich. Der macht das richtig gut hier. So langsam nach der vierten oder fünften Silo-Aktion, so langsam hat das raus. Ja, so kleine Häuschen, das passiert. Ja,
Ja, da kannst du nichts gegen machen, das ist halt so. Ja, weil er dann fährt, dann stockt er wieder gleich. Aber ich versuche mein Bestes, weißt du doch. Das weiß ich nicht. Ich habe die letzte Nacht so beschissen geschlafen, ey. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Und dann ging um 4.40 Uhr der Wecker, das war nicht so schön. Schön. War über 4 Stunden wach und konnten ihr pennen. Na gut, mit dem Unterschied, dass du da auch nicht großartig von gestört bist. Dann kannst du halt nachmittags pennen. Ja, heute war nicht so wirklich. Ja. Ja, ja. Eieiei. War auch immer müde. Ey, ich habe auch nur 3 Stunden gepennt, ey. Ja, reicht doch. Weiß nicht. Also letztes Mal hab ich auf die Höhe geguckt, da war es 4.30 Uhr. Ich glaube, so gegen 5 Uhr oder so konnte ich dann doch mal ein bisschen schlafen. Weil um 7.30 Uhr hat der Wecker dann wieder gebimmelt. Wie geht's? Mir geht's gut, danke der Nachfrage, Jonas. Wie geht's dir denn? Hat man halt mal so eine Nächte, ne? Ja, also, ja, es war auch extrem warm, obwohl keine Heizung an ist, ey. So schlimm. Du bist einfach ein heißer Typ. Ja, sagt meine Frau auch immer. Oh, ja. Nee, manchmal ist es wirklich so, da glühe ich ohne Ende. Ja, Simi, ne? Und dann fragt mich meine Frau, warum bist du denn so heiß? Und ich so, na, weil ich ein heißer Typ bin. Nee, wir haben ja, wir brauchen hier echt nicht heizen, die Bude ist so warm. Das ist echt krass. Das hast du ja schon mal erzählt mit euren Heizleitungen da. Aber es ist doch eigentlich total broken, ne? Also. Ja. Ja, ich tatsächlich auch hatte. Ich habe morgen nochmal Frühschicht. Was relativ unangenehm ist, weil ich da echt früh raus muss. Ach ja, du hast ja keine Berufsschule, dafür musst du ja arbeiten, oder? Genau, ich muss knüppeln. Da wäre die, glaube ich, Schule lieber. Oh ja, Homeschooling, ne? Kannst du hart chillen. Ja, aber ich bin glücklich in der Hinsicht, dass ich Heiligabend frei habe. Komplett. Also das ist halt auch nicht gang und gäbe im Handel. Nee. Wie lange habt ihr offiziell offen? 16 Uhr oder? Nee, 14. 14. Ach, 14. Voll. Länger als 14 darf keiner offen haben. Jetzt durch neue Regeln oder? Nee, immer. Das ist Standard. Der Kaufland hat bis 16 Uhr bei uns offen. Ja. Kaufland ist auch Verbrecher. Nee, letztes Jahr hatten die, glaube ich, sogar bis 18 Uhr offen sogar. Ja, also das ist eigentlich, also das geht nur mit Sondergenehmigung und ich schenke der zuständigen Behörde noch einen Porsche oder so. Ja. Also normalerweise 14 Uhr ist Standard. Ganz früher war, glaube ich, sogar um 12 oder so schon zu. Ja, ja, also es gab immer, also auch das ist wieder vom Bundesland zu Bundesland und das ist dann wieder so ein bisschen, ja, eine dehnbare Regelung, ne? Ja, das ist echt nervig, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ja, das ist halt dieses mit den Kreisen, ne? Also jeder Kreis macht es dann anders und der Kreis macht es so und der Kreis macht es so und dann sagt die Kreisverwaltung, mir ist es egal. Links, rechts, Mitte. Warten. Mach wieder Mitte. Oder soll ich einen anderen Trank nehmen? Soll ich ja erstmal stehen lassen? Nö, kannst du schon drüber fahren. Alles gut. Mitte war das, ja. Also ich bin so 100% verdichtet. Es geht jetzt nur noch um die reine Füllung. Ja. Und das Einzige, was ich mache, ich mache die Hügel immer platt, sodass du einfacher drüber fahren kannst. Mehr mache ich nicht. Weil verdichtet ist es. Umso mehr, umso besser, ne? Oh, scheiße. Das stimmt, ja. Ratte, der ist ja regelmäßig dabei. Oh, sie wäre bitte dabei. Ja, ich hatte noch ein bisschen. Tschüss. Ja.
Was ist eigentlich deine Lieblingsmusik? Meine Lieblingsmusik? Oh. Tokio. Ich bin ja. eigentlich eine richtige Lieblingsmusik habe ich jetzt nicht. Also ich höre ab und zu mal gerne mal Hip-Hop. Dann auch mal via Trance. Da gibt es auch mal wirklich mal Tage, wo ich Schlager höre. Also ich bin da echt vielfältig. Also ich so richtig Lieblingsmusik habe ich da nicht. Der Simi ist so ein Rubik's Cube mit Hosen an, weißt du? Ja. Immer wieder jeden Tag, das ist so ein Überraschungsei, jeden Tag was Neues drin. Weil jetzt im Moment höre ich ja hier so ein bisschen Chiller-Musik. Ja, und die ist echt angenehm auch gerade so ein bisschen. Was hörst du denn gerne, Jumpy? Was? Ganz weiter. Das ist ein schicker Lanz. Oh. Komplett pechschwarzer Lanz, Bulldog. Mit beigen Felgenteilen. Leute, Arno schreibt gerade, Tokyo Hotel ist ein Hiroshima. Was ist Hiroshimas Jugendherberge, Mann? Was ist denn da los? So, 800.000. Aber eine entspannte Truppe, also. Ja, der Simi, der kennt sich da tatsächlich besser aus. Ich bin gerne mit denen unterwegs gewesen, also. 80er, 90er und so ein paar Lieder aus den heutigen Zeiten. Dann hat er die durch die Gegend gefahren. Er war ja sowieso witzig gewesen. Eigentlich sollte ich ja erst Rammstein fahren. Und die haben sich gesagt, oh Gott, so wie der fährt, da kommt unsere Ausrüstung nie alle an. Hey, das war ganz komisch. Bei Facebook hat jemand ein Bild gepostet, weil ein Probeaufbau war der Bühne. Da habe ich nur drunter geschrieben gehabt. Und da war ich angeblich vom Management gleich raus aus der Crew. Hä, du hast da untergeschrieben? Ja. Ich glaube eher so mein Disponent, der brauchte, glaube ich, einen Fahrer für Tokyo Hotel, mehr nicht. Das kann wohl möglich sein, ja. Aber ey, ich habe einige neue Leute kennengelernt. Man kennt die Band besser kennen dadurch. Wenn man kleiner fährt, waren ja auch nur zwei LKWs mit Tokio. Ach echt, ja? Ja, waren nur zwei LKWs. Das war eine kleine Tour, du. Ja, war teilweise echt lächerlich. Da waren. Hat er dann auch durch den Monsun gefahren? Nee, das ist Tokio. Ja, da waren wir in Rom gewesen. In einer Location, wo. Ja, die Tour. Wie viel Prozent hast du? 95, warte, ich fahr weg. Tschüss. War ja keinen Sinn. Da war die Location für 1600 Leute gewesen. Das war knuffig. Aber das waren nicht mal 400 Leute da. Ah, ja. Zeigt einiges. Ja. Aber die haben allgemein auch keine großen Locations gehabt. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Wie gesagt, das war ja nicht Rammstein, ne? Rammstein, die haben ja Stadien voll gemacht. Da waren es ja 86 oder 87 LKWs. Wie viel? 86? 86 LKWs, ja. Was haben die mitgebracht, Alter? Haus und Hof oder was? Ja, man darf nicht vergessen, die Bühne. Ja, man darf nicht vergessen, die Bühne gab es zweimal. Da waren es alleine schon 20 Trucks. So, dann ja, die ganz. Ich, ne? Ja, ich warte, bis du runter bist. Guck einfach, dass du dich nicht festfährst. Es ist jetzt wichtiger, eine gleichmäßige Linie zu fahren hier oben drauf, als großartig zu verteilen, weil der Sockel steht. Das ist ganz gut. Komm hoch. So. Hast du Allrad an? Ja. Weg. Ja, alles gut. Sehr gut. So.
Oh, war schon besser als davor. Naja. Mal gucken, wann ich wieder auf die nächste große Tour mal wieder gehe. Ja, jetzt erstmal ja leider nicht, ne? Nee. Nicht nur Corona-bedingt, sondern auch arbeitsbedingt. Ja. Aber da ist arbeitsbedingt, das kriegt man ganz schnell wieder auf die Reihe. Sobald es wieder losgeht, da habe ich ja schon eine Firma am Land. Mehr oder weniger. Ja, über See, sonst müsstest du auch noch die große Schifferkarte machen, du. Ich glaube aber. Ja. Den Simi, wenn er genauso fährt, Schiffe fährt wie. Schiffe versenken. Dann ist das Schiffe versenken im ganz großen Stil. Jaggles, bist du soweit, oder? Ja, Sekunde. Nur andere Musik. Kevin ist, ich glaube, Kevin ist jetzt erstmal zu Meckes gefahren. Ja. Von wegen Essen ist fertig. Er musste erstmal Essen machen, wahrscheinlich. Er vernascht gerade eine Alte. Das kann natürlich sein, ja. Nachtisch muss sein, ne? Nee, wenn es bei der einen Firma klappen sollte, wenn es wieder losgeht, dann würde ich sogar aus Berlin ziehen. Große Tour von Bitzi aufs Klo und so. Der hämmert sich einen rein, ja. Geiler Typ. Ja, wir hatten vorhin hier schon einige. Zurück. Einige Dünnstuhl-Berichte. Dünnknapp und Dünnstuhl. So. Toll, ohne mich. Ja, du warst ja nicht da, Ratte. Weißt du, wie das ist? Ja, so langsam füllt sich der ganze Bunker hier. 861.000. Alter, hier kommt noch eine ganze Menge. Also ich habe ja noch ein zweites. Ne? Ich habe extra das Doppelwandige gebaut. Also das. Wir haben jetzt, denke ich, mal gerade die Hälfte. Ja. Danke, der hat mehr wie ich. Ja, nee, ich habe mehr Ertrag jetzt darauf durch meine Düngung. Ja, gut. Und das alles. Besseren Boden hast. Ich glaube, Simi hat nicht so guten Boden. Nö, nee, der ist im Moment scheiße. Ja, auch ich mach mir mal eben was zu essen. Alles klar, Jumpy, mach das und guten Hunger. Jo, Mahlzeit. 98, 99, 100. Aber ich bin schneller wieder da als Kevin. Alles klar. Das sagen sie alle und zack sind sie schwanger. Okay. Ja. Bodentypen gar nicht sehen, tatsächlich. Was? Bei Simi kann ich die Bodentypen gar nicht sehen. Weil er nicht getestet hat. Ach so. Aber nach Analyse, wenn du auf Feld kaufen gehst, dann siehst du schon gleich, wie viel ungefähr das sein soll. Echt, ja? Ja. Dann sagt er ungefähr 100% Lehm auf 104, 70% auf 103, 46 nur noch auf 100, auf 99, aber es ist alles über 100% Ertragsniveau. Nur 97, da ist er bei 88% Ertragsniveau. Das ist eher lehmiger Sand. Ist echt cool. Ich finde das ganze DLC geil. Ja. Manch einer schimpft ja drauf rum, weil es da zu komplex mit wird, aber... Gar nicht. Finde ich auch nicht. Also aber es ist recht einfach erklärt. Ich bin mal gespannt, was es jetzt ist mit meinen Sojabohnen. Weil ich konnte da drauf nicht dürfen. Mitte oder links, rechts? Von dir aus rechts, nee, links. Da liegt ein bisschen weniger, da kommst du wahrscheinlich besser hoch. Wenn man richtig lenkt, da ist das. Hm. Ja, das ist die Voraussetzung für alles. Felix, grüß dich. Schön, dass du noch vorbeischaust. Wo liegt dich denn her, du? Komm. Na, wird was? Ja, weg. Ja, ich fahr ja schon.
Schönes Ding, Simi. Ja. Danke. Voll in die Silomauer geballert gerade. Sachen erledigen, ja dann. Habt ihr alles erledigt? Was machen Sachen? Ich bin hier gerade so beschäftigt, ich kann jetzt gerade nichts triggern. Aber gut, warum? Mein Voice habe. Dann warum ist mein Trailer hinten offen? Wie hinten offen? Der war hinten offen. Alter, wer weiß, was du da machst schon wieder. Ja, also es ist einfacher tatsächlich, wenn alles in einer Schriftgröße geschrieben ist. Das ist schon richtig, Jonas, aber... Kevin hat mir geschrieben. Was ist los? Simi, bei mir dauert das noch ein bisschen länger. Mein Vater schneidet mir noch kurz die Haare, nur dass ihr Bescheid wisst. Am Küchentisch. Als Beilage. Nebenbei oder so. Erstmal einen neuen Putz gekriegt, weißt du. Und das hat er mir schon vor einer Viertelstunde geschrieben, das sehe ich jetzt erst. Oh, du bist so eine Schlafnase. Ja, ich gucke ja nicht jede Minute auf ein Handy wie du. Warum nicht? Ja, weil ich keine Frau bin. Ah. Shot fired. Ich sag mal so, manchmal wärst du wahrscheinlich froh, wenn du eine Frau wärst. Dann könntest du nicht mehr als nur eine Sache machen gleichzeitig. Kann schon sein. Siehst du? Aber man hat bewiesen, dass Männer besser sind, wenn sie mehr Sachen machen gleichzeitig. Ist das so, ja? Mhm. Sind das jetzt Studien deinerseits oder sind das mal was die Expertisen? Vom Simi-Institut. Ja, schon klar. Ist ja auch wirklich bewiesen, dass Männer länger im Bad brauchen als Frauen. Ja, weil sie halt kacken müssen. Ja, was müssen? Weil sie halt richtig kacken müssen. Heißt das, Frauen können nicht richtig kacken? Naja. Ich glaube, Frauen sitzen nicht einfach mal so eine Stunde oder so auf dem Pott, weil sie es geil finden, auf dem Pott zu sitzen, oder? Ja, weiß ich nicht. Also, ich kann das weder bestätigen noch dementieren, du. Ja. Leonie, hi, grüß dich. Da haben wir gerade eine Frau. Leonie! Leonie, aber weißt du, wie lange brauchst du auf dem Scheißhaus? Die ist gleich wieder weg im Chat, ja. Heute spinnt der Alte. Oh, schön. Aber weißt du, was ich vor ein paar Tagen geschenkt bekommen habe? Ein Scheißhaus? Nee, 3 Monate Nitro bei Discord. Von wem hast du das gekriegt? Ich habe mir für 1 Euro da bei Microsoft Xbox so ein Xbox Ultimate Pack geholt für 1 Euro. Ach, ja. Für 3 Monate. Okay. Und da war das irgendwie mit drin. Das habe ich dann auch zufällig mit drin. Ja, jetzt habe ich bis zum 17.3. Nitro in mein Discord. Die Luke schreibt dazu, auf dem Pod hast du halt aber auch Ruhe vor Freund, Frau, Lebensgefährtin. Ja, das stimmt. Also das ist eine sehr private Zeit dann, ne? Also die dir dann erkaufst. Oh, ne? Es kommt immer nur darauf an, ob es schmerzvoll ist oder nicht, die Bezahlung. Aber was kann man damit anfangen? Mit was? Achso, mit dem Nitro? Wenn man jetzt zum Beispiel darüber einen Stream macht, dann hast du bessere Bildqualität, Soundqualität im Discord. Ja, bis 100 MB kannst du den verschicken. Also ein paar Sachen sind da schon. Aber ich würde mir das jetzt so nie kaufen, sagen wir mal so. Wenn man das einmal boostet, ist das eigentlich egal? Oder muss man das dann immer machen? Immer. Muss noch wohin? Ja, dann geh doch mal. Ist sowieso so wie ein Abo. Dass es immer für einen Monat denn ist. Alles gut, Jonas, alles gut. Muss Jonas gerade irgendwo hin? Ja. Vielleicht guten auch Flutsch. Viel Erfolg. Viel Glück und viel Segen auf allen Wegen.
Ich lass mal hier stehen, ich nehme mir mal einen anderen Trank, dann kannst du noch ein bisschen. Das kann ich auch machen. Muss ich das Elend selber auskippen hier. Ja. Weil der Kevin steht hier eh nur rum, wie so ein fauler Hund. Ja, du. Weiß auch, wie er ist. Viel Spaß euch noch, Jonas, schön, dass du da warst. Danke dir. Tschüss. Am Mittwoch geht's weiter. In der Bürgerbude. Mit Unbekannt. Mit Unbekannt. Also Simi ist vielleicht dabei, vielleicht bin ich auch dabei. Vielleicht ist auch der Weihnachtsmann da, keine Ahnung. Da war der Serium besser. Ja, aber der ist ja gerade voll. Belan. Was? Wer hat was gegen meinen Trecker? Hä? Wer war das? Jaggles. Was? Kündigung ist raus. Ich enthalte mich jeder Aussage. Nichts ohne meinen Anwalt. Du hast ja nicht mal einen. Den kennt ihr noch nicht. Den Schläger aus dem Dorf. Naja. Nicht, das weißt du. Wer sagt denn, dass es nur einer ist? Doof, wie wir verstehen. Notfall hänge ich einfach mit all meinen Kollegen die Güllefässer an und dann geht's los. Er wird Gülle geballert. Apropos, es gibt nächstes Jahr auf jeden Fall ein Silvester. Also nicht, also dieses Jahr. Also Gülle-Silvester oder was? Richtig. Habe ich schon mega Bock drauf. Schön Gülle ballern. Also ich sag mal so, ich würde deinen Träger gerne auslernen. Das Problem ist, ich habe keinen Lohner bei dir. Simi. Was sagst du? Ich habe keinen Lohner. Ach so, ja, Moment, warte, Jaggles. Profi, ne? Media-Profi. Oh, ist aber ganz schön voll geworden, du hier. Passe. Mhm. Hast du nie geschrieben, wie lange sie auf dem Scheißhaus braucht? Nee. Wer braucht auf dem Scheißhaus? Ja, Leonie, die. Nee, hat sie nicht. Oh. Mir gefallen heute die Gesprächsthemen sehr. Ja, also letztes Mal, der letzte Stream LS-mäßig mit Jaggle zusammen, war halt zu 100% nur über dünnen Stuhl. Ja. Kevin war schuld. Thematiken drin, die wir nicht unbedingt viel besser waren, aber ja. Kevin ist schuld? Kevin ist immer schuld. Zur Not ist Kevin immer schuld, ja. Ja. Ist halt unser Alpha Kevin. Absolut, ja. Simi hat einfach The Kevin. Only. Hat einfach feuchte Beine gekriegt und hat deswegen einen dünnen Stuhl gehabt. Simi, ach, Simi ist immer schuld. Ja, Simi ist 95. Wenn Kevin nicht da ist. 98, 99, 100. Tschüss. Ciao. Christlich. Was, christlich? So, so langsam erreichen wir die Kapazitätsgrenze des Silos. Versuch mal, Simi. Ja. Ich ziehe jetzt hier hinten so langsam mal eine glatte Silokante und ja. Du schiebst von der Seite auch rückwärts drauf, wo dein Hänger gerade steht. Wo der Trecker steht mit der Silowalze. Oh. Ja. Zuckerando, servus, ja moinsen. Hier rückwärts ran, ja. Ja, und dann fährst du rückwärts bis ganz hinten durch und kippst auf den tiefsten Punkt praktisch an, ab. Kannst du hin, ne? Ah, scheiße angesetzt. Zur Not sperr die Lenkachse. Denk dran. Ja, die ist schon gesperrt. Oh, der Tribble ist nun auch am Stream. Ja, ich weiß, der wollte heute auch was machen. Hab ich gelesen. Ja, LS.
Morgen ETS und Mittwoch wieder LS irgendwie. Server LS geben. Zitat, er wollte es mal probieren. Wenn du da bist, grüße mal ganz lieb von mir, Zerstörer. Den alten Rabauken. Da geht noch einiges rein in den Silo. Na, ganz schön, war besser. Na, kommst du da hoch oder ist das noch zu steil? Sonst ziehst du noch mal ein bisschen breiter. Ja, ich hab mich gerade festgehangen. Warte mal. Warte. Also geht nicht. Was machst du denn da? Hallo? Nein, das geht so nicht. Simi trägt den Träger einfach in Silo. Wie gesagt, drücken einfach so weit wie möglich noch zurück. Dass du wirklich am tiefsten Punkt des Silos anfährst und fährst einfach vorwärts, langsam. Sollte gehen. Oh. Weil, wenn wir die oberste Silo-Grenze treffen, dann zieht er ja oben automatisch glatt, dann wird es einfacher, ja, da lang zu fahren. So, ich mach jetzt. Ich guck mir erstmal an, brauch ich da. Was? Ja. Soll ich mal schieben? Ja, das wird so nicht, Simi. Komm mal, warte. Ah, warte. Der eine drückt, der andere zieht. Ja, siehst du, jetzt zieht er hier oben schon glatt. Ja, hier ist oben schon fertig, ja. Da schiebe ich jetzt einfach alles hoch, was war. Beziehungsweise ich verteile das einfach nur anders. Ja. Ist Nummer 1 wieder. Lars noch voll? Nee, ist leer. Nee. So. Weil es macht keinen Sinn, das noch weiter auszudehnen. Dieses Durchfahren, weil irgendwann wird es halt zu steil für jeden Trecker. Ja, klar. Mit Hänger dran. Richtig steil. Bergauf. Brauchst ja eine Pistenraupe für. Okay. Handy weg. Was? Jetzt ja. Wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern ja, das. Das Brunnen. Analprodukt. Was? Wir steigern Simis Analprodukt. Was? Moment. Ja, wir Simi hat Durchfall. Simi hat durch. Geh Durchfall. Jetzt nicht mehr. Hat sich ausgeschissen. Ja. Apropos Durchfall. Am Mittwoch, genau, am Mittwoch fahre ich erstmal schön nach Uelzen. Was holst du da, Kacke oder was? Nee, Zuckerrüben. Hinfahren. So. Ach, fährst du mit dem LKW oder was? Ja, ich fahre beim Kollegen mit. Junge. In der Mitte der Woche. Ja, so viel Langeweile muss man erstmal haben, wa? Oh ja. Ich fahre lieber selber. Ja, ich habe leider keinen Führerschein dafür. Mit Sattel, ne? Hm. Bist du schon beim Boa Abfahrt? Anfang ist glaube ich um 6. Ich fahre dann einfach, weil das hier, die laden hier in der Nähe mit der Maus. Okay. Dann fahre ich da hin. Es wird so, denke ich mal, spätestens um 7 muss ich da sein dann. Ja.
Früh aufstehen, ne? Also mein Schlafrhythmus ist momentan von normalerweise 11 oder so bis morgens um 5:30 oder 6. Naja. Ich sag mal so, ich hatte lange Zeit gar keinen Schlafrhythmus. Ich auch nicht. Aber ich hab das tatsächlich irgendwie hingekriegt. Bin ich auch stolz drauf, ehrlich. Ja, man muss ja auch nicht immer übertreiben, ne? Nee, ich bin vor allen Dingen morgens auch wach. Ja. Man verpennt nicht den ganzen Tag. Richtig. Ich mach zwar trotzdem nichts, aber... Wie ist es da ehrlich? Nee, manchmal ist es doch angenehmer, frühzeitiger aufzustehen als so nachmittags. Dann hast du zu nichts mehr Bock. Ja, das ist richtig. Das ist, kann ich nur so bestätigen, ja. Weil das merke ich ja manchmal selber, wenn ich so... Alles gut. Nichts passiert. Letztens, weiß ich nicht, ich habe bis kurz vor 4 gepennt. Was? Nachmittags oder nachmittags? Ja, nachmittags. Oh, ich bin voll. Ich habe zu nichts Bock gehabt. Voll, oder? Nee. Ich weiß nicht, da hatte ich richtig gut gepennt irgendwie. Meine Frau wollte mich auch nicht wecken. Geknackt übrigens hier drin. Super. Wie ist der Inzidenzwert eigentlich bei euch so? Bei uns? Oh, pff, über 200. Ich glaube knapp 300 oder sowas. Echt? Achso, scheiße. Also wir haben ja irgendwie um die knappe 50 oder so. Bei uns waren es, glaube ich, das letzte Mal, wo ich es gesehen habe, 278. Deswegen macht ja unser Bürgermeister hier so Stress. Der Müller hier. Ist auch bei über 200 inzwischen. Echt, ja? Ja, bei uns gehen die Zahlen auch krass wieder hoch jetzt, vor den Feiertagen nochmal. Ja, ist lustig, weißt du, die machen Lockdown, aber irgendwie steigt alles trotzdem noch. Ja gut, du musst ja immer 2 Wochen verzögert denken, ne? Weil das soll ich ins Neue rein? Nee, wir müssen hier noch drauf. Du musst hier wieder rückwärts draufschieben, das gleiche Spiel wie eben. Okay. So weit wie möglich nach hinten durch, wir machen jetzt hier praktisch ein Keilsilo von, also ein Schiebesilo. Und dann schiebe ich das immer wieder nach hinten. Beziehungsweise verteilt es dann immer wieder. War das mit Komma, oder? Bis die glatt abschließt. Übrigens, du hast kein Allrad an bei dir. Wenn die beiden Achsen rot leuchten, dann ist kein Allrad an und du musst so einen gelben Strich zwischen beiden Achsen haben. Dann ist auch das Differential drin. Mache ich das? Num-Taste, also Numpad-Taste 7, 8 und 9 ist das. Ah. Und 9 muss mehrmals drücken, so lange, bis es gelb leuchtet halt. Ah, okay. Jetzt soll da auch ein bisschen mehr Umdrehung haben. Und ich würde auch mit Komma mal deine Lenkachse sperren hinten. Nee, ist ja. Habe ich schon. Ups. Ja, ich sehe das. Dann kann ich erst mal was trinken hier. Freunde, auf euch. Jo, Prost. Prüsterchen. Ah, cooler Korn. Das kannst du nochmal von vorn. Oh. Ach so, ich trinke noch einen. Geht nicht weiter. Geht alles. Los, hoch da. Ja, hart am Bang, ey. Sind wir so richtig hart am Bang? Am Headbang ist er hier, ey. Headbanger. Ja, lass das meiste nach oben auslaufen. Nicht so viel vorne an Hang dran. Weil das zieht sich automatisch gerade, siehst du es? Ja, sehe ich schon. Und so, wir machen das jetzt so lange, bis die Silokante vorne so steil ist, dass du da nicht mehr hochkommst. Beziehungsweise, dass ich auch mit dem Radlader nichts mehr hochschieben kann. Ja. Sehr gut. Wunderbar! Hier und doch. Hier und doch, aber ey. Ist doch hier. Es ist hier einmal kurz nicht verdichtet und dann kommst du da nicht hoch. Echt krass. Vorhin, gestern schrieb er noch, er ist heute voll mit dabei. Und jetzt lässt er sich nur Haare schneiden hier. Mensch. Ja, und das ist unser Kevin.
Hast du die Stunden vom Radlader eigentlich aufgeschrieben? Hä? War das ein Yasichi oder? Ja, sicher. Ja, sicher. Der verschenkt doch nichts. Dieser Geizkran. Michael Schweden oder Sweden. Ich weiß es nicht, was richtiger ist. Auf jeden Fall danke dir für dein Follow. Moinsen. Michael. Nicht Michaela. Ja. Das ist was anderes. Michael Schweden. Du. Ich glaube, alt werde ich heute nicht. Du bist auch schon alt. Ja, das weiß ich auch. Ich meinte so richtig okay, alt. Mach dich noch nicht älter, als du bist, Omar. Echt mal. Nicht noch älter, als du bist. Sonst kriegst du morgen die Rentenbescheinigung. Yay! Da aber nur 2 Mark pro Jahr. 2 Mark 50. Darf auch nicht eingewechselt werden, also kann er sich davon eigentlich gar nichts kaufen. Ja. Oh, ich muss ja bald wieder Steuererklärung machen. Ja, ich auch. Schön 3000 Euro wieder einsacken, ey. Ja. Student muss man sein. Ja, mehr oder weniger. Mal gucken, was ich diesmal kriege, weil ich werde ja dieses Jahr ein bisschen mehr reinsetzen. Ich werde mir einfach auch mein Fahrtengeld rückerstatten lassen. Oh, bei mir hängt's. Ja, bei mir auch gerade. Mikroleck. Weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ein kurzer Speicher oder so. Ich fahre mal ab, das sind schon 89. Ja, warum nicht 69? Ich werde dieses Jahr sogar meine Mund-Nasen-Bedeckung werde ich mit reinsetzen in die Steuererklärung. Der arme Staat, der muss auch schon so viel zahlen. Es ist mir doch egal. Die wollen, dass ich den Scheiß mit kaufe, weil ich den Scheiß tragen muss. Also können sie dafür auch schön blechen. Toll, diese Mark 50 oder so. Es reicht noch nicht mal, um davon Döner zu finanzieren. Was? Bruder muss groß? Nein, Bruder muss los. Heißt das, Bruder muss groß. Oh, sorry. Zack, erstmal wieder mit der Forke vorne in den Reifen. Hörst du nur... So, kommst du alleine hoch? Warte mal, ich schieb mal wieder. Nee, ich komm... Ja, schieb mich mal ein bisschen an. Das ist dieses kleine Stück hier irgendwie. Vorne erstmal richtig den Kühlergrill eingedrückt, ey. Wie gesagt, und das meiste oben abgibt, ne? Nicht so viel vorne in den Hang mitbringen. Weil es läuft jetzt so langsam hinten voll. Dann können wir nämlich hier vorne dann schütze mir noch so eine Ladung da vorne vor und den Rest ziehen wir dann glatt und dann fährst du ins nächste Silo rein. Scheiße. Ja, wenn du hier noch so ein Loch hast, ist nicht schlimm. Da schiebe ich gleich noch mit dem Frontlader was rein. Oh, wäre so perfekt gewesen. Ja. Sehr gut. Das zweite Silo kriegen wir auch noch locker voll. Echt? Haben wir noch so viel auf dem Feld stehen oder was? Mhm. Alter, Lecco mio della Quaste. Also nicht 100% voll, aber ich sag mal so 80%. Mhm. Wir haben jetzt 4, 8, 9, 10, 11, 13 noch nicht ganz. Hier ist noch ein bisschen was. Ich würde mal sagen, hier sind noch 150. Nein. Vielleicht sogar 200 auf den Flächen. Dann kommt noch 7, kommt 35 und 36. Ja. Still. Also ungefähr nochmal die Hälfte von dem hier. Machen wir eine Förderband-Dauerstrecke in die Biogasanlage hier. Ja, ich habe herausgefunden, dass die Biogasanlage anscheinend gar kein Geld abwirft. Welche, die kleine? Ja. Doch, bei mir wirft sie. Ja? Ja. Bei mir keinen einzigen Cent. Ich habe noch nicht mal eine hier in dem... Hast du auch was reingepackt? Ja.
In der Preisliste habe ich auch keine Biogasanlage mehr. Sicher, dass das deine war und nicht die von Erich? Ich habe eine bei mir direkt auf dem Hof stehen. Ja, sicher, dass du bei dir auf dem Hof warst? Sonst könnt ihr ja nichts reinpacken. Ich kann sie auch nicht verkaufen. Hä? Die Biogasanlage. Du kannst die kleine Biogasanlage jetzt nicht verkaufen? Nö. Hä? Ach, hat die sich so reingefressen? Ist genauso mit dieser Märkte, die ich hingebaut hatte. Die kannst du auch nur aus dem Safe Game löschen. Welche Märkte? Ne, diesen Obststand. Die Also bei mir funktioniert alles. Vermutlich liegt nur einer auf der Map. Vielleicht kriegst du sogar mein Geld. Das wäre echt broken. Will ich aber feiern. Naja, also die Biogasanlage werde ich auf jeden Fall nicht weiter nutzen und irgendwie muss ich sie loswerden. Ey, dann müssen wir mal ein Safe Game rein. Ausrufezeichen Lenkrad, dann weißt du sogar, welches ich benutze. Ich werde vermutlich mir dann eine Container-BGA höchstens dahin stellen. Vielleicht werde ich mir auch gar keine mehr hinstellen. Sondern einfach nur noch über meine Flächen das erwirtschaften und meine Lohnaufträge. Ja, zur Zeit kommen ja Lohnaufträge rein, da kannst du ja ganz gut von leben. Ja, generell. Ich meine, ich mache bei dir Großteil des Ackerbaus. Ja. Bei Simi auch einen guten Teil und sonst habe ich halt meine Sachen auch noch, ne? Löwe ist halt nicht oft genug da, mit dem kann ich relativ wenig machen. Würde ich gerne mehr machen. Aber... Kevin kann man ja kein Geld verdienen. Ja, Kevin macht auch so viele unterschiedliche Sachen. Da weiß ja mal nicht, wo er gerade rein investiert. So, genau, kannst du mal... G922 habe ich. Ich bin weg, tschüss. Was willst du machen? Ja, ich hab mit... War schön. Ich meinte ja auch Jaggles, nicht dich. Alter. Ich verlasse jetzt Jaggles und komme jetzt zu dir. 35 und 36 müssen wir noch komplett machen, ne? Und 7. Ach, 7 ist ja auch noch scheiße. 6 war ja die Wiese. Haha, scheiße. Alter, lecco mio fetto grande, Alter. Ich kann das mal fix ausrechnen, wenn du willst. Jetzt wird mir was noch steht. Angezeigt. Oh, Ertrag. Ah, hier steht der Ertrag. Allein von der 4 haben wir 368.000 Liter gemacht. Von der 8 sind es 171. Von der 9 178. Von der 10 168. Von der 11 142. Und von der 13 265. Von der 7 haben wir noch nichts gemacht. Hallo. Hallo. Ja, fahr weg hier. Ich brauche Platz. Ja, ich habe auch die Seitenkonsole. Weil ich auch lange Zeit mit dem Heavy Equipment Bundle gespielt habe. Also ich habe auch das Farming Simulator Lenkrad, aber das hält mit dem G29 oder G923 nicht stand. Also das ist nichts im Vergleich. Ja, das müssen wir jetzt so langsam volldrücken da. Da passt noch irgendwas, passt da noch rein. Also wir haben jetzt knapp, nicht ganz 8 Hektar, würde ich sagen. Um und bei 8 Hektar haben wir schon, von 8,3. Und es folgen danach noch 3,6 Hektar. Also nochmal die Hälfte oben drauf. Oh, ist doch gut. Also Silage muss ich danach erstmal nicht mehr machen. Nee. Vor allem von meiner Silage, da habe ich noch gar nichts runtergenommen. Ja, das ist krass. Mit Lenkknauf? Nein, ich fahre zurzeit ohne. Lenkknauf. Wer kennt's nicht? Lenkknauf bei einem. Also, ich könnte einen ranschrauben, weil ich habe den noch von meinem Farm-Simulator-Lenkrad, den Lenkknauf. Aber. Ich habe es mal angeguckt, aber das ist ja noch nicht mal ein Lenkknauf. Das ist ja nur so ein Pümmel. So ein Plastikknüppel, ne? Ja, aber
das bringt ja auch gar nichts, weil du gar nichts. Ich sag mal, auf dem Trecker macht es irgendwo mal Sinn, aber auch da eher wenig. Kommt drauf an, was für einen Trecker du hast. Aber also hier bei dem. Sind die im Trecker überhaupt erlaubt? Also im LKW sind die verboten worden. Im Trecker sind die, ja, sie sind, sagen wir mal, gebilligt. Also erlaubt würde ich das jetzt nicht nennen. Also ich sag mal so, hier bei den Schiebearbeiten auf dem Silo würde ein Lenkknopf schon Sinn machen. Bin ich ehrlich. Weil ich kurbel hier ganz schön rum. Hä? Bist du noch nie Tellerwäscher gefahren? Was, Tellerwäscher? Eine Hand aufs Lenkrad und dann polierst du in die Tellerplatten. Ja, was meinst du, dass ich hier umgreife oder was? Ich fahre ja nicht im Aloheim hier. Also ich fahr Trecker sogar nur mit einem Finger. Ja, es kommt immer auf die. Also ich habe jetzt eine relativ hohe Verstärkung an. Ja, damit gut, ich halt nicht so die 900 Grad durchreiße hier und jedes Mal einen Anschlag knalle. Deswegen habe ich mir ein bisschen Force Feedback praktisch emuliert. Ja. Auch wenn es kein echtes Force Feedback ist. Weil jeder weiß, es gibt im Farming Simulator kein Force Feedback. Schade eigentlich. Ja, aber stell dir mal vor, du würdest da grubbern und dann rumpelt das Lenkrad da dran rum. Da musst du die Haare gut anschnallen, sagen wir es mal so. Es ist halt eine Simulation, da gehört es dazu. Aber beim Trecker ruckelt das Lenkrad nicht, außer du fährst durch eine Flugfurche. Dann kann es eventuell mal sein, dass du da so einen kleinen Möckes reinkriegst, aber dann hat der Trecker auch keine Servolenkung. Möckes! Ja, also Force Feedback würde halt nicht viel bringen, glaube ich, ne? Auf der Landmaschine, sehe ich das richtig? Nö. Du kriegst ja keinen Gegenschlag. Du kannst ja mit dem Trecker durch, keine Ahnung, Schützengraben durchfahren und du hast ja keine große Reaktion, weil der Reifen federt und du hast eine extrem heftige Servo. Das ist ja eine richtig fette Servoölpumpe da unten drin. Ja. Ja, anders als beim Auto. Und du fährst ja nicht so schnell. Wie also, gesagt, weiß ich nicht. Außer du hast so einen Oldtimer. Wenn du da keine Servo drin hast, dann hast du auch natürlich Force Feedback. Weil wenn du dann durch so eine Bodenwelle durchfährst, dann haut sie einmal ins Lenkrad rein, aber sonst nicht. Sonst hält das gerade stupide gerade. Haben die anderen auch Lenkräder? Der Simi fährt auch mit Lenkrad? Ja. Der Kevin und der Jaggles nicht. Kommt ganz selten mal vor, dass ich in Farming ohne Lenkrad fahre. Immer dann, wenn er zu faul ist, unter dem Schreibtisch zu kriechen und sein Lenkrad aufzubauen. Bitte Leute, ich rufe hiermit auf zur Spende. falls ihr mich noch viel geiler fahren sehen wollt. Ach komm dann, mal auf. Dann kann es gerne auf mein Konto. Könnt ihr dem Erich gerne ein bisschen was donaten? Vielleicht gibt ihr mir eine Mark ab. Da fahre ich mich glatt fest hier auf dem Silo, ey. Ah, oh, schön. Jetzt haben wir alle herzlich gelacht. Also als Weihnachtsgeschenk für den Lohner des Vertrauens. Für den Lohner des Vertrauens, du kriegst eine Pulle Bier. Na, kriegen wir die 9% da noch rein, oder? Ja, denke ich. Ah, nicht ganz, aber knapp. Für den Lohner des Vertrauens. Jetzt hör sich den einer an. Ja, nicht? Ich mache hier die Arbeiten, die du nicht immer schaffst, die mache ich regelmäßig. Immer. Tag für Tag, damit du was im Stream zu leisten hast. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ja. Ey, du sollst ja auch mal was für dein Geld tun. Nicht nur rumsitzen. Du hast dich ja selber dazu entschieden, das zu tun. Ja. Und was kriege ich als Dank? Feuchten Tritt in den Arsch, Alter. 95. Gut, dass es kein feuchter Arsch ist, du. Feuchter Arsch mit Tritt. 97. Feuchter Arsch und ein Tritt. 98. 99. Na, 100. Alter, wirklich, das bisschen, weißt du? Simi, lass den Rest stecken hier. Ich schiebe jetzt hier noch ein bisschen was hoch. Ja, dann schiebe ich es. Jo, dann mache ich wieder auf 9, wa? Ja. Weil das bringt ja nichts. Ich krieg ja 1,2 Mille rein, dann ist Pickebacker voll. Der war ja bei mir auch, war 1,2. Guck, ob ich hier nochmal hochkomme. Los, zieh, kleiner Radlader. Zieh. Nee.
komm da nicht mehr hoch. Die ist zu steil, die Silowand, ey. Alter Verwalter, ey. Leco mio, ey. Oh. Ja, komm. Komm. Du schaffst es. Ja, er schafft es. So, jetzt drehen wir da nochmal. Ja, mit dem großen Radlader kommen sie hier tatsächlich noch hoch, die Silowand. Aber da ist dann auch, kannst du bitte Lenkrad-Cam machen? Oh je. Da muss ich mir erst noch eine zweite Cam kaufen. Und sein Chaos beseitigen. Ja. Nein, tatsächlich ist es, also so chaotisch ist es gar nicht. Es ist sehr eng hier in der Ecke, wo ich sitze, tatsächlich. Also dadurch, dass ich hier sitze. War nicht so gut. Oh nein, jetzt hat er 99%. Oh, lecco mio, fetto grande, ey. Oh. Ah, das ist ein Scheiß hier, weil die rumsteht. Was? Nichts. Alles gut. Ich hab nichts gehört. Okay. Nur Lenkrad-Cam kurz. Ich hab, wie gesagt, ich kann die Cam jetzt, die ist da oben festgebaut. Die kann ich nicht runternehmen, du. Das geht nicht. Außerdem ist sie ausgerichtet für mein Greenscreen. Wenn ich da jetzt dran rumschraube, das kommt nicht so gut. Glaube mir. La, 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 la. Benjamin! Danke dir. Ich hoffe, es reicht, wenn ich dich so nenne. Danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen hier in der Bürgerbude. Moinsinn. Oh. Erich, hast du eigentlich für Mittwoch, da hattest du ja irgendwie was Größeres geplant, ne? Ja, was heißt größer? Also größer im Sinne von, man muss nicht so auf die Uhr gucken. Genau, also ich will so ein bisschen, ich starte ja relativ spät und dann gucken wir mal, wie lange das geht. Ich erleg mir da kein Embargo auf irgendwie. Und wenn es halt nur 3 Stunden 30 ist, dann sind es halt nur so 3 Stunden 30, aber es ist halt vor Weihnachten nochmal kurz. Und wenn es 10 Stunden sind, sind es 10 Stunden? Ja, das werden es wahrscheinlich nicht. Weil, also ich sag mal so, Stand jetzt, ne, Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage, boah, also wäre ich arbeiten gewesen, wäre ich wahrscheinlich weniger schon unterwegs. Also das ist echt krass. Wieso, Jiggles? Ich meine eher wegen, was du da geplant hast zu spielen oder... ja, wie gesagt, das wird sich dann ergeben. Vielleicht ein bisschen Just Chatting machen oder was weiß ich. Da gibt es ja die diverse. Ja, vielleicht auch das mal irgendwie mal eine Runde quatschen und so vor Weihnachten mal so ein bisschen gemütlich zusammenhocken. Es geht einfach nur so ein gemütlicher Abend mit der Community zusammen und ein bisschen was daddeln und mal gucken. Schönen guten Abend, wie geht's euch? Ja, mir geht's wunderbar. Ich weiß nicht, wie es den anderen beiden geht. Also, ja, mir geht's immer gut. Ja, dem Simi geht's immer gut. Auf, mir geht's bestens. Ja, der Jiggles hat ein Bier hier am Start, dem geht's auch gut. Cola Korn. Cola, Korn, achso, er hat umgestellt, alles klar. Er hat auf die fette Mische umgestellt, er will überholen. Simi muss aufpassen, ne? Das ist wie in Formel 1. Was? Ich habe jetzt Nitro-Benzin eingetankt. Ja. Bleifrei. Ja, wie kann man Korn trinken? Warum ich das nicht mache? Fan-Gamer, ich mache das aus dem Grund nicht, weil dann ist sie so breit. Und wenn ich die zusammengeklappt lasse, funktioniert das auch. Sieht halt noch ein bisschen Käse aus. Und dann hake ich aber nicht so auf dem Silo fest. Deswegen lasse ich die immer zusammengeklappt. Also Notfall Erich hat LS studiert. Ja gut, ich habe der Doktortitel im, weiß ich nicht wievielten Jahr. Was haben wir ausgerechnet? 11. Jahr? 10. Jahr? Weiß ich gar nicht. Also. Wann kam das erste... Was, 2008? Ja, dann im 12. Jahr. Da sind schon einige Stunden reingewandert, sagen wir mal so, ne? 2008 habe ich tatsächlich auch noch irgendwo rumflattern, aber... Ja, ich habe das auch. Auf Ehrenbasis. Was mit Kevin? Ja, das freut mich auch. Jo, oh, keine Ahnung. Ich werde den Baum rein, wenn ich an Kevin denke. Vielleicht hat er jetzt eine Glatze... Leck mich doch am Arsch hier, ey. Gleich hat er jetzt eine Glatze und ist jetzt am Rumheulen. Für meinen Bruder brauche ich 15 Minuten. Bei was jetzt? Wir spielen. Habe ich noch. Wo seid ihr gerade unterwegs?
Der hier hinten. 13 Keil. Aha. Bin gleich da. Ja, alles gut. Ich komme auch gerade hin. Nee, geh mal von. Ja, bleib da stehen, wo du jetzt bist. Weil hier hinten ist leer. Ja. Fang 35 an, genau. Dann fahre ich das hier schon mal rauskippen. Dann kannst du bei Erich weitermachen. Oh, es war aber mit viel Schwung in der Kurve, du. Aber Hauptsache das Gebiss vorne noch an, weißt du? Sicher. Ja klar, ruppen muss das. Schaffen wir was. 35 und 7 hast du denn jetzt noch, ja? Und 36. Aber es ist ja nur so ein Pups. Da unten. Ja, 5 Anhänger da unten. Achso, auf der anderen Seite. Mit Lenkrad häckseln macht so Bock, definitiv. Vor allen Dingen, also wenn du dann noch so guckst, ne? Das macht richtig Bock. Machen wir auch mal die Dings hier oben so. Fährst du erst einmal außen rum oder was? Erstmal Vorgewende? Einfach hoch und runter fahren. Hä? Hier können wir einfach hoch und runter fahren, das passt. Ja. Ja, Headtracking bin ich immer drauf und dran, das mir zu kaufen, aber irgendwie bin ich noch nicht. Ich auch. Kommt. Ich will, ja, ich aber irgendwie. Überlegt, wie auch dann gleich das Kevin, hast du jetzt eine Glatze? Ja, klar, hab ich eine Glatze. Geiler Scheiß. Mütze wir sind gleich fertig. Was? Schön von der Arbeit drücken hier. Das erste Silo ist schon voll, Kev. Ja, ich sehe es gerade. 1,2 Mille. Schön. Spiel auf der PS4. Ja, gut, das ist ja auch nochmal was anderes. Was, Erich spielt auf PS4? Nee. Ich habe gar keine PS4. Ich habe eine. Also, derjenige, der es gerade reingeschrieben hat, ich spiele gerne Battlefield 5, kann sich melden. Apropos Remy, ich fahre die nächste Bahn noch mit an. Ich habe gerade 80% und muss ja nur übernehmen auf der Hälfte der Bahn. Jo. Kev, du kannst dann gleich wieder für mich hier den Trecker übernehmen. Ja. Dann fahre ich wieder auf die Miete. Wie viel Felder haben wir jetzt eigentlich schon alles gemacht? Also das Große ist ab. Dieses Kombifeld. Ja, das sehe ich. Mensch. Jetzt haben wir denn noch 35, 7 und 36. Ja. Erich hat einen schlechten pH-Wert bei seinem Kleefeld. Ja, das ist richtig, ja. Streamt er auch. Der Simi streamt. Zu finden unter der Simi Gamer hier auf Twitch. Alles zusammengeschrieben. Findet man. Jo. Ausrufungszeichen Crewboy, Erich, eingeben. Ist es Christian oder Christian? Ich weiß es nicht. Musst du jetzt da, musst du selber mal sagen, du? Oh, scheiße, hier komme ich ja gar nicht rum. Oh. Du gesperrt hast. Was? Du hast die Lenkachse dicht. Oh, da hat wieder irgendein Bauer das nicht entsperrt. Fahr doch hier über die Straße. Geh das war schon nicht entsperrt, wo ich gefahren bin, Erich. Ja. Das ist mein Fern. Jetzt sind wir wieder schuld, weißt du, Kevin? Natürlich. Ja, klar. Von unten auf die Bediensteten schieben. Hast dich umgenannt, oder was? Was ist da los? So, erstmal was trinken hier. Ja, das ist der Erich verdorscht tut hier, weißt du, das geht ja gar nicht. Ja, die, also ich sag mal so, am hydritesten ist der gute Jaggles, glaube ich. Jo! Jo! Ja, Dinge haben mich genervt. Ach so.
Musik ein bisschen lauter kurbeln, ey, sonst geht die Kernung nicht durch. Halt, stopp, Zollkontrolle. Zollkontrolle. Hätte sie sich impfen lassen, ja? Auf jeden Fall. Sorry, der hat sein Wissen. Aber richtig geimpft, du, das glaube ich aber. War nicht nach morgen. Kevin, was los? Wo bist du? Hier, Kevin, übernimm. Danke. Fliegender Start. Aber richtig, du. Grüße an die Bande, jawohl. Der Chris lässt grüßen. Grüße, jetzt nur anders. Das ist Verwirrungstaktik. Wobei, da kann ich eigentlich auch noch mit dem Großen drüber walzen, ja? Da, 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 da. Wo sind denn meine Kameraden? 35. Ja, ja, ich bin schon von weitem. Bin jetzt bei 85%. Gut, bin gleich da. Nicht so viel drauf. Ach ja, 95. 97. 98. 99 und na tschüss. Ciao, mach's gut. Nee, nee, zu dir komme ich jetzt, mein Freundchen. Eieiei. Da wäre das Bock mal Hühnchen gerüpft. Ja, richtiges Hühnchen, du, das glaube ich aber. Aber Keuhenne, ein Hahn, wenn dann. So, meine Korn ist jetzt leer. Wie lange bist du schon auf Twitch? Also mein Account besteht schon seit Ewigkeiten. Stream tue ich seit dem 9.3.19. Also fast 2 Jahre. Scheiße. Simi, von dir aus rechte Seite, Silo. Alles klar, Chefchen. Der Star, wo ich jetzt gerade nicht war, auf der Ja, dann nimm wieder, warte mal. Einmal den Scheiß hier loswerden. Der hat Gras drin. Fahr mal unter raus, sonst feuert er es nicht weg. Stopp! Der Jiggles hat wieder Gras drin, dann feuert er das nicht raus. Das, ist das hört sich immer so ekelhaft. Ich kann mit Gras nicht so viel anfangen. Ja, eben. Der nimmt lieber Hopfen. Richtig! Richtig. Warum haben wir eigentlich noch keine Brauerei hier drauf? Was ist da los, Alter? Das wäre echt nochmal so ein Ding. Einfach so eine. Das wäre. Anstatt Biogas, dann eigentlich mal Brauerei. Löwe! Ne, es gibt noch Brauereien. Ja, ja, gibt es. Anbauen und so weiter und so fort. Da müssen wir mal einen Mod suchen. Das kriegen wir hin. Das können wir hier schon drauf bauen. Das passt auch zu Stappenbach. Stappenbach ist ja in der Region Franken. Das ist ja so eine Bierregion schlechthin. Ja. Ja. Sieh zu. Na siehste. Und passt dann noch zu dir. Ja, und scheiß auf die scheiß BGA, das mache ich hier. Dann habe ich hier oben meine BGA. Da schmeiße ich jetzt meine Silage rein. Und du kriegst deine Brauerei dahingestellt. Kannst du Hopfen ernten und was nicht was. Das ist auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch genug. Ein nettes Zubrot dazu. Weil die können ja produzieren in der Zeit, wo du Lohnaufträge machst. Du verdienst ja doppelt Geld. Ja. Ich muss nicht mehr Mais anbauen. Ja. Das machen wir ja jetzt auch alle schon irgendwie. Ja. Ja. Macht sich der Häcksler auch langsam bezahlt. Ja, also ich sag mal nach heute mit der Schuld, die ich dir noch ausstehen habe, das ist ja richtig Knete von mir. Ich denke mal bummelig so 200.000. Ja. Ja. Ja, doch. 250 Maximum. Viel mehr wird's nicht. Ja. Na, von mir kriegst du auch noch 67. Ja. Ja, deswegen, also so langsam liegt der Lachs da. Ja, jetzt aber für mich, gell?
Ja, der Simi ist müde, hat er gesagt. Der hat nicht viel geschlafen die Nacht. Wie hat zu viel von Kevin, fahr weg, ich mach weiter. So. Okay. Ja, so. Sieht mir noch. Ja, genau. Hm, ist in Ordnung, Simi. Ja, ich mach dir ja Platz, ist ja in Ordnung. Hau ab! Schiebt er mich fast auf Seite da, dass ich quer liege, ey. Ja, du weißt doch, wie er ist. Er kann es immer nicht abwarten. Ich hab auch motorisch veranlagt. Ach, Quatsch, alles gut. Da kommt ein roter Punkt auf mich zugefahren. Ja, der rote Punkt bin ich. Wie ist der hier, Alter? Das ist mein Trick an, ne? Die pushen, die muss ich bezahlen, du Lümmel. du kannst da hier auf der Seite, wo ich auch fahre, von dir die linke Silowange, die kannst du nehmen. Mit dem Trecker kannst du es halt einfach, weißt du? Ja, das stimmt, ja, mit den 60 km/h, die ja schon. Alter, ich muss gleich andere Musik anmachen, Alter, ich penne nie gleich ein. Sonst. Eieiei, Kevin. Ich bin hängen geblieben. Playlist rüber schicken, Simi. Was sagst du? Soll ich dir mal eine Playlist rüber schicken? Dann bist lieber du nicht, dann stirbt er heute Abend noch. Nö. Hab dann ja ist er definitiv Mann. Wach. Wer weiß, was da kommt. So ein Röps-Konzert einfach. Ja. Ein bisschen, ach, was weiß ich, so da Tweakers, zum ruhig anfangen, dann Block Estefan, Disturb, Randy. Hi, erstmal schönen guten Abend. Ja. Und mitspielen geht unter dem Befehl Ausrufezeichen mitspielen. Ich möchte dir aber von vornherein sagen, der Server ist zurzeit voll. Das bedeutet, zurzeit ist Mitspielen gar nicht drin. Ja. Und nicht nur der Server ist voll, ich bin's auch gleich. Genau. Das ist lustig. Aber danke dir für dein Follow. Boah, das ist so ungewohnt, keine Haare mehr auf dem Kopf zu haben, ey. Jetzt weht da oben richtiger Wind, wa? Ja, du, richtig, aber wirklich richtiger. Welcher Wind am besten gibt Kevins Arsch am besten, was? Ja, genau. Der hat eine Platte wie auf der Latte, was? Intimrasur, was? Intimschmuck-Laptop, bitte. Kevin, du kannst schon mal zum nächsten Feld fahren, das mache ich jetzt hier leer. Simi ist immer optimistisch eingestellt. Simi, wie viel Prozent hast du? Ich hab jetzt 88. Das wird nix. Kevin, dann komm wieder zurück. Ich glaube. Das ist jetzt mal eine pessimistische oder realistische Einschätzung. Gucken wir mal. Was mache ich hier eigentlich für ein Blödsinn? Das weiß doch ich nicht. Wahrscheinlich hatte Jackie Sex Office und Simi. Beide. Was hat sie wieder gegeben? Melona? Nee, ich habe ja nichts da. Oh. Naja, das sagen sie alle. Simi, fahr mal schneller. Ja, Kevin, hau doch mal ab. Was ist jetzt passiert? Ich sehe es nicht. Simi hat einfach seinen Anhänger abgekuppelt. Jetzt Kevin, hau mal ab und du voll mich da anhängen. Weg und Simi fährt weiter. Jengel, mach das Führerhaus voll. Ist egal. Ich fahre nicht voll hier. Kevin, hau mal ab. Ausrufezeichen Map, dann siehst du, es ist aber die Stappenbach 2020 mit vielen Umänderungen. Also mein Hof war ursprünglich mal ein Schweinehof. 95, 96. Wo ich ja jetzt einen reinen Kuhhof rausgemacht habe mit der Zeit. Kevin! Hau ab, Simi. Danke dir, Krope. War noch gar nicht. Ich hab die Augen gemacht, Simi. Um 2% reißt es auch nicht raus, ey. Doch. Oh, Alter. Da kommt der ja nicht aufs Gewicht. Leute. Sei du froh, dass du nicht mein Nachbar bist, ey, echt. Wieso? So schlimm? Sonst würde es öfter mal Fratzengeballer geben. Auch oh, sowas von. Einfach klingeln, die Tür geht auf. Und Tür wieder zumachen. Welche Mods hast du? Das ist eine gute Frage. Diesen Link, den habe ich noch nicht eingepflegt. Diverse.
viele. Einige. Sind's alle. Ja, also da sind wirklich einige dabei. 150 oder so haben wir, ne? Ja. Ja, so circa, ja. Muss die Liste sowieso nochmal aktualisieren. Simi, bist du da? Ja, ja, ich bin da. Ja, fahr mal von dir aus jetzt gesehen die linke Seite lang. Geh mal aus dem Weg da. Ja, du kommst da locker rum, du Fettarsch. Also, geh mal aus dem Weg da. Warte. Ja, ich spiel in meinen Frontlader gekachelt. Jetzt steht aber scheiße. Ich hab gar nichts gemacht. Naja. Gut, Jackix, das ist Liebe. Scheiß, ne? Kevin, du kannst vieles nicht. Ja? Aber was du wirklich gut kannst, ist abfahren. Tja. Da kannst du wie Sau. Da muss ich, also das ist jetzt tatsächlich, du kannst dir jetzt einen goldenen Bilderrahmen kaufen. Ich schick dir eine Urkunde runter. Das kannst du dir im Zimmer hängen. Ne? Das ist jetzt das erste Lob, was ich dir seitdem ich hier auf dem Server bin, jemals mitgeben konnte. Du hast auch nie die andere Möglichkeit gehabt, mir ein Lob zu geben, du Dackel. Das stimmt, ja. Das stimmt auch wieder. Boah, recht hat er recht. Ja, wir ziehen aber ja einmal quer rüber. Weißt du, woran das liegt, Jaggles? Der Kevin trägt seine Haare heute offen. Anders als der Simi, der hat seinen Arsch offen. Scheiße. Geil. Den Arsch offen. Oh, ich glaube, ich muss mal den Server neu starten. Wage es nicht, mein Freund. Ich komme nach Berlin hoch, du, das schwöre da, boy. Aber ich glaube, ich muss den großen Server neu starten machen. Ich mach dir auch gleich einen großen Server neu starten. Dann hast du eine ganz neue Art von Durchfall, glaub mir. Weißt du, wie der heißt? Das Fachwort dafür ist Einlauf. Den kriegst du dann, aber den großen. Sandpapier. Ich wollte damit eigentlich nur bewirken, dass ihr mich mal besuchen kommt. Ja, ja. Ja, ja. Ich fahr mit dem Güllebomber vorbei, ist okay? Ach du, das fällt in dieser Gegend hier nicht auf. Stinken tut's ja immer. Ich lackiere nur dein Haus neu. Das ist kein Problem. Du musst es damit auch noch aufwerten, es kommt immer drauf an. Warte mal, da gab's doch irgendjemand, da hätten sie doch protestiert und hätten es doch dann gemacht, gell? Die ganze Hauswände mit Gülle vollgestrichen. Ja, was sie doch auch mal gemacht haben, als die Preise im Handel für Milch oder so schlecht waren, einfach ein Fuder Mist auf den Parkplatz gekippt. Ja, ja, genau. Semi 90. Ja, dann hau ab. Nee, weil die 7%, die reichen das Gewicht sonst nicht aus. Du bist so eine elendige Sackratte, ey. Denkst du, ich seh das nicht, oder was? Hier ist was los, ey. Schiebt er mich nach vorne, der Sack. Wenn ich bremst hätte, wär ich mal unterm Anhänger gewesen, ey. Ja. Erich, wohin? Von dir aus gesehen, die rechte Silowange. Ja. Umschalte auf 9. Der hat aber auch einen männlichen Sound hier, der John Deere, ne? Mhm. Alter Verwalter, ey. Der schreit dich richtig an. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ja, das passt. Ja, das passt. Naja, solange wir vernünftig noch rüberfährt, dann reichen die 9. Geht das eigentlich ganz gut, klar. Also die ersten 400.000, 500.000 Liter kriegst du in so ein Silo rein, ohne eigentlich, dass irgendwas stört. Ja. Danach wird es dann schwierig. Jenkins, bist du wieder zurück oder fährst du rum? Nee, ich fahr hier immer hoch und runter. Gut. Auf und nieder, immer wieder. Ist das kleine, ist die 36 auch schon runter oder was?
Nee. Wir sind gerade mal bei 7. Die Hoffnung kann ich dir leider nicht geben. Oh, ich hab noch Platz hier, du. Ah, Mann! Zieh mir dein Anhänger! Oh, wie kann man denn so dicke Finger haben, Alter? Ich sehe überhaupt nichts mehr hier. Alter. Mach doch deine Lenkachse mal auf, du Spaten! Junge. Leute, schickt das Arbeitsamt. Oh. Trampado vorbei. Ich muss lachen, ey, wirklich. Trampado vorbei, Sexbombe, ey. Hier wird Randale noch groß geschrieben. Der Simi-Gamer. Alter. Herrlich. Jenkins, du hast es falsch ausgesprochen. Sprache Herr Bindestrich Lich. Das ist meistens genau. Verändert sich die Textur hier tatsächlich, wenn du ganz langsam rüber eierst. Für eine Silo-Walz 3,5 km/h. Jenkins, das ist genauso wie Defifizionsmittel, gell? Defifizionsmittel? Defifizionsmittel. Aha! Hast du die Folge nachgeschaut? Nö. Da kann Desinfektionsmittel nicht ausschauen. So, ich geh wegfahren. Die ganze Zeit Defifizionsmittel. Defibrillation, jawohl, moin. Defibrillator, geht auch. Da brauchst du auch nicht mehr desinfizieren, du. Nö. Das ist dann da vorrangig. Erst das hier ausgesehen, linke Seite wieder. Was sind, wenn meine Arbeitskollegen morgen darauf reagieren? Die fahren bestimmt auch mit dem Stapler im Kreis und denken sich, boah, geil, Burnout. Das aber das zählt ja nicht als Berufskrankheit, ne? Das kannst du vergessen. Das kannst du aber dann bloß mit dem Frontstapler machen, weil mit dem Seitenhubstapler ist es ein bisschen langsamer, mit 3 km/h in den Kreis rumzufahren. Da wäre es wahrscheinlich auch eher daran, dass du ihn umgeschmissen hast, dann. Mit dem Frontstapler geht es nicht. Nee, aber mit dem Seitenstapler. Mit dem Seitenstapler kannst du auch nicht umschmeißen. Nein. Du kannst mit volle 8 km/h in die Kurve rein, volle Rotze. Volle 8 km/h, also fast Lichtgeschwindigkeit. Das ist auch nicht so ganz wahr. Es kommt drauf an, wo die Gabel hängt. Ja, und was ja, wenn die Gabel bei 9 Meter in der Höhe ist, ist klar, dass das Ding kippt. Und sowas probiere ich definitiv nicht aus. Aber warum nicht? Es gibt den Elch-Test und dann gibt es den Simi-Test. Weißt du, ja. Da haben sie es damals festgestellt, dass das nicht geht. Warte mal, stimmt. Ja, ich mach dir eine kleine Lücke, dass du hier besser rumkommst. Hoffentlich. Tja. Ja, ich komm, geht. Boah, Kevin! Alter, es offenbaren sich hier gerade Welten. Du bist so ein Arschloch. Alter. Ey, halt jetzt bloß dein Maul, ey, echt. Nicht? Wie groß ist denn eigentlich? Sonst überlege ich mir das mit der bayerischen noch einmal, gell? Boah, Alter, das geht mir auf den Sack hier, ey. Boah, jetzt mal ein bisschen funky hier. Ja, dann tu doch die Musik von deinem Sack weg, dann geht sie dir nicht auf den Sack, Simi. Danke dir, Felix. Felix schreibt gerade Glückwunsch zu 1500 Stunden auf Twitch. Danke. Ich hab nur mehr beim Zugucken. 1500 Stunden. Junge. Himmel, Arsch und Zwirn. 1500 Stunden hast du wieder so ein Achievement, oder? Ja, weiß ich nicht. Kommt oder sind es ab 2000? Weiß ich jetzt gar nicht. Ab 2500 erst wieder. Bei mir. Arctic Fox, moinsen. Wie viel hast du, oder?
Was hast du? Ich hab Kevin gefragt. Wenn ich weg war, habe ich wohl fast voll, ne? Ja, ist okay. Oh. Ja, ich will ja nicht, dass du wieder den schönen Glasanhänger der Hand beschädigen tust. Glasanhänger. Scheiß drauf. Ja, ich hab bloß mit Erich seiner, ne? Was, Junge? Also 1500 Stunden gestreamt, ja, schon klar. Also Live-Zeit. Erich? Ja? Wo willst du hin? Von dir aus rechts. Und ab, Simi, ab deiner Tour fährst du bitte von der anderen Seite rein ins Silo. Von der anderen Seite? Gut. Ja. Also jetzt mit der Fuhre, mit der ich jetzt eigentlich komme, dann? Ja. Dann links oder rechts? Dann wieder, also wenn du von der anderen Seite kommst, rechts. Alles klar. Du. Alter, ich muss da biegen. Eigentlich brauche ich hier in diesem Zimmer einen Kühlschrank oder so. Mit Bier. Hast du keinen da, oder was? Nee, leider nicht. Aber echt schlecht ausgestattet. Ich habe mir schon länger so einen Jägermeister oder was weiß ich, so einen Rock am Ring, Rolling Stones, AC/DC-Kühlschrank gewünscht. Hier diese die Kühlschrankmeister. Mini-Ding. Ja, genau. So, und den wollte ich mir eigentlich schon länger installieren, aber erstmal habe ich kein Geld dafür, also eigentlich schon, aber ich bin zu faul, mir so ein Ding zu kaufen, weil die sinnlos sind. Und ich habe keinen Platz. Ganz ehrlich, wenn du dir so eine kleine Kühlkugel da hinstellst, ne, dann kannst du dir auch einen ausgewachsenen Kühlschrank kaufen, da passt mehr rein, ja. Und energieeffizienter. Ja, auch. Aber die sehen nicht so geil aus. Ja, stimmt, ja. Aber du kennst bestimmt einen, der einen kennt, der dir das Ding bemalen kann, so Not. Simi? Ja. Du kennst doch so ein paar Bands, ne? Ja. Was willst du jetzt? Gibt's da nicht die Möglichkeit, irgendwie so einen kleinen Partykühlschrank sich zu organisieren? Simi, Tokyo Hotel. Schön Tokyo Hotel Kühlschrank. Im Notfall auch das. Ich kaufe mir dann irgendwas, womit ich das überlackieren kann. Nee. Nur unter der Voraussetzung, dass du einen schönen Tokyo Hotel Kühlschrank nimmst. Ja, gut. Meistens die Kühlschränke, die man immer so überall hat, die sind dann immer gesponsert, die bleiben dann auch immer da. An den Locations. Ich habe auch schon mal überlegt, mir so einen einfach mal einzupacken für selber für zu Hause. Genau. Weil die sind schon echt geil. 100 Euro oder so. Ja, die sind richtig teuer, diese kleinen Dinger, ey. Ja, die sind teurer als die großen, ey. Ja, das meine ich ja. Also da wär's interessanter, eigentlich einen großen zu kaufen und gut ist. Und den durchzusägen. Also bei meinem durchzusägen, genau. Bei meinem Bruder im Chef kostet die 86 Euro, so viel ich weiß. Ja, 86, aber ist trotzdem ein bisschen teuer. Ist trotzdem viel Geld für so einen kleinen Kühlschrank. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, was Arctic Fox mitbringt, bringt er nichts. Also der will ihn behalten. Das ist das Problem. Der Mann, der Kevin, hat einen höheren Bier durch den Rückwärts. Als ein Kampftrinker. Der muss auch komm mal rückwärts, bitte. Ja. Yeah. So, rechts hast du gesagt, oder? Jo. Ich warte nur, bis du runter bist. Er dürfte den haben. Eieieiei. Arctic Fox, da bin ich dann raus. Und Bianca. Was, Bianca? Mit Bianca? Hä? Arctic Fox. Willst du wieder rumdrehen? Nee, wir fahren hier einmal Vorgewende, bitte. Dann muss ich aber zurück. Ja. Kevin, du dann auch von der anderen Seite reinfahren in Silo, ja? Yep. Und dann linke Seite, bitte. Ich habe gerade eben so ein bisschen Werbung für dich gemacht, Erich. Eieieiei, mach doch sowas nicht. Ja, Snapchat ist nicht viel, aber ein bisschen. Ich bin Snapchat, so das gibt es noch? Ja. Ja, klar gibt es noch Snapchat.
Ich hab das noch nie benutzt, den Scheiß. Sorry. Echt jetzt? Ich bin da nie klargekommen mit. Keine Ahnung. Ist ganz komisch. Schieß ein Bild, schreib was runter, fertig. Kevin, ja. Du hast es so gut gemacht die ganze Zeit. Halt die Klappe, ich bin da vorne rumgekommen. Ihr habt ja alle die Lenkachse auf, du Knödel. Wisst ihr, was das Problem ist? Simi hat das nur nicht hingekriegt, weil er mit seinem Wählscheibentelefon die Snaps nicht abschicken konnte. du. Ein Amt, bitte ein Amt. meine Lenkachse ist nicht gesperrt. Das habe ich gesehen. Die Jonas, willkommen zurück. Oh, was ist das hier? Eine kleine Mini-Brücke? Versetzt hinter mir. Ja, hab ich auch vor. Ja, da hinten ist eine kleine Mini-Brücke aus Holz, ja. Sonst klemmt dich. Das ist okay. Bei Kleven klemmt das immer. Klemmt bei dir auch klemmt. Pass auf, dass bei dir nicht gleich was reinklemmt, du. Hat er jetzt wieder Gras gefressen? Oh, Alter, ich werd weich. Trendgamer, moin. Grüße dich, wie geht's dir? Ich muss hier einmal raus. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Und danke dir für deinen Follower. Ich schieße jetzt hier irgendwo in die Putnik. Hallo, mach das da. Mach das mal, süße. Der bespritzt mich. Einmal abspritzen für große, bitte. Mahlzeit. Simi, wegschauen. Abspritzen für große. Er hat nicht gesagt für dicke. Was? Aber ich bin auch noch groß. Was nun? Du, da hast du der Gras eingenommen, oder? Was? Ja, immer hoch. Der Mitspieler kennt mich. Ja, ich weiß, du meinst den Erich. Wahrscheinlich. Ich hab's ja mitbekommen, dass du bei ihnen schreibst. War schön, dass du es auch hierher geschafft hast. Simi, mach du mal weiter, ich fahr ab. Genau, wenn ihr Simi nicht kennt, einfach mal Ausrufezeichen Crew eingeben. Wie die Crew auf dem Schiff. Dann kommt er zum Multi. Alter, der ist nur am Spritzen hier. Multistream-Link. Und da seht ihr dann den Spritzer auf. Oh, ich fahr hier auf der Straßenseite fahr ich runter. Erik, von welcher Seite? Linke Flanke, bitte. Linke Flanke, gut. Danke. Warte. Machen wir eben den hier. Das andere habe ich fast ausschließlich mit dem Radlader verdichtet. Das hier mache ich fast ausschließlich mit der Silo-Walze. Boah, leck mich doch am Arsch, Alter. Also beides geht echt gut. Solange der Schokoladensuppe die ist, Simi. Nein, danke. Also wenn man kein Talent sucht, dann ist Simi immer die beste Anlaufstelle dafür. Ja, Jonas, das ist krass, aber unerreichbar, würde ich fast sagen. Unerreichbar. Ja, wie in Stronghold. Unerreichbar. Sag mal, was hätten die bei Ding eigentlich ja schon bei dem Spiel für Sau rausgelassen? Das war geil, ne? Die Schweine, die sind so, Alter. Die sind so hart Drogen, glaube ich. Ja. Also ich weiß auch nicht, was sie den Synchronsprechern damals gezahlt haben, aber es muss einiges gewesen sein. Auf wen? Einer der schwersten Gegner in Stronghold. Wer denn? Der hat richtig so die richtige Schweinegrippe gehabt. Aber richtig. Wer sind die schwersten Gegner in Stronghold? Das Schwein, tatsächlich. Da finde ich auch, ja. Also es ist lästig, also er spammt Armbrustschützen, er spammt diese Streitkolben-Heinis, die sind beide relativ gut gepanzert. Und er macht halt auch Belagerungsgeräte, ne, was ihn tatsächlich relativ gefährlich macht. Seine Burgen sind relativ gut konzipiert, ne? Ja, richtig. Und die Keulenträger sind tatsächlich effektiver gegen gerüstete Einheiten. Das bedeutet, das ist richtig, ja. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis kannst du viel mehr bauen als zum Beispiel Kreuzritter oder hier diese Schwertkämpfer. Richtig. Und die natzen die übelst hart weg. Und was auch geil ist, sind einfach Mönche. Mönche sind einfach geil, um Mauern einzureißen. Ja, ich hätte ja auch Mönche spammen können in allen Missionen, die wir gestern hatten. Ja. So, jetzt muss ich mich erstmal bedanken. NRW Gamer 2020, danke dir für dein Follow und auch Twitch Jan _6. Wir wollen es ja vollständig machen. Auch dir danke für dein Follow. Herzlich willkommen hier in der Bürgerbude. Kevin begattet Simi.
Okay. Vielleicht sollte man mal das scheint da ein Balzverhalten der Giganten zu geben. Einmal der kleinste und einmal der dickste. Ja, genau. So, Kevin kann den Rest runterholen. Ja, genau. Also, der Kevin kann den Rest runterholen? Ja. Hallo? Alter, was geht mit dir ab, Simi? Ja, so ist er. Weißt du, dann wirst du einfach so verstoßen, Kevin. Ne? Kevin, hol dir einfach mal den Rest runter. Ja, ja. Jawohl, Resterampe. Resteffekt mit Kevin. Heute. So, welche Seite? Rechts, links? Geradeaus. Mitte. Oh Mann. Rechte Flanke, oh. Bitte. Scheiße. Na, bist du gegen meine Mülltonne gefahren, die da vorne steht? Nee, gegen die Laterne. Ich dachte, die kann man auch durchfahren. Nein, das ist doch kein Zaun. Ist die Laterne ein Zaun oder was? Durch Schilder kann man ja auch fahren, also. Jonas, tatsächlich keine Ahnung. Ja, also, ich bin auch so. Ich gucke ihn nicht, verfolge ihn überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass das alles arschviel Geld gekostet hat. So viel war in den normalen Medien nachzulesen, aber keine Ahnung. Rechts hast du gesagt, ne? Rechts bitte, ja. Was hat er gesagt gehabt? Um die 50.000 Euro hat er bezahlt für sein Gaming-Zimmer. Gleich ist vorbei. Oh nein. Wir haben ja auch nur 1,8 Mille oder so. Also ja, reicht doch. Fast wenig. Tatsächlich legt Simis Häckselwagen eine schönere Spur ins Silo als meiner. Weil meiner macht so einen Spitzenhaufen, sag ich mal. Ja. Und Simi legt so einen stumpfen Haufen hin, der lässt sich besser plattfahren. Das hört sich total beschissen an, aber es ist tatsächlich der Wahrheit. So, dann sind wir ja durch, wa? Ja. Gut, dann fahre ich jetzt wieder zu mir. Ich werde meine Häcksler bei dir auftanken, Erich. Wenn du hier oben arbeitest, kannst du deine Geräte gerne da immer auftanken. Geil! Hä? Geil! Ja, vorausgesetzt, man kommt sich da auch anderweitig mal entgegen, ne? Da wächst aber auch kein Platz! Der Drecksbauer, der elendige Du, ey! Das sind Berliner, die machen keinen Platz. Vor allen Dingen ist er auch noch so fett wie 5 Leute. Ja, das liegt an dem Pflaumenmus. Dabei hat er sich letzte Woche erstmal ordentlich was ausgeschissen. Das hat keine Diät gemacht. Was, an Pflaumenmus? Ich friss sowas noch nicht mal. Pflaumenmus ist ja lecker. Wohin, Erich? Muss man auf die Seite. Aber Mitte. Fahr mal bis zur Mitte rein und dann siehst du, dann fällt die Miete so ein bisschen nach hinten ab. Ab da startest du. Und wenn du was über hast, setzt du rückwärts nochmal zurück und setzt ab da nochmal an. Wie bist du zu dem Namen Burgerbude gekommen? Tatsächlich bin ich gelernter Koch in meinem ersten Beruf. Und weiß ich nicht. Ich wollte irgendwas haben, was es noch nicht so häufig gibt. Und Imbissbuden gibt es zwar schon ein paar, aber es gibt noch keine Burgerbude, soweit ich es gelesen habe. Da habe ich mir gedacht, dann machen wir das einfach mal. Außerdem finde ich, kann man richtig geile Emotes machen. Sieht man ja auch. Ja. Also, das ist alles so stimmig. Ne? Also, ihr kommt zu Gast bei mir in den Stream und seid gleichzeitig zu Gast in der Burgerbude. So, war so zufrieden, Erich? Mega. Aber wegen Emotes muss ich mich auch unbedingt erst mal drum kümmern, Alter. Ich habe jetzt so viele angeschrieben. Keiner traut sich daran. Ich glaube, das ist vielleicht... So schwierig ist obwohl ein LKW nicht. Ich glaube, das geht eher um die Größe. Ja, ich weiß, ich muss... Ich werde das mal machen, wenn er mal streamt, mal einfach mal einen Stream fragen. Einfach mal in den Chat gehen und einfach mal, gerade wenn er Emote-Session hat, einfach mal anschreiben und sagen, hier, wie sieht das aus? Na, hast du da Bock drauf? Und er ist auch echt ehrlich. Also bei mir hat er auch anfangs gesagt, ja, aber keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll, so nach dem Motto. Und im Nachhinein war er tatsächlich echt ein bisschen glücklich, glaube ich, dass er es gemacht hat. Das sind halt echt geile Emotes geworden.
Ja, der Preis ist... aber nicht reingetraut, glaube ich. Also. Hä? Jetzt. Ja, bei mir macht es so ein bisschen noch der Preis, weißt du, das ist schon... Das schreckt denn ja, doch gut, so ein bisschen ab. Es ist teuer, natürlich. Erik, warum holst du dir kein Schiebeschild? Weil Schiebeschilder scheiße sind. Aber jetzt gerade für den Teil, was du gerade magst, wäre es optimal. Ja, aber guck mal, ich fahre jetzt hier, ich bin jetzt hier 3-4 Mal drauf hin und her gefahren. Der drückt das so nach außen. Ja, okay, stimmt, ja. So. Jonas, das hättest du wohl gerne, wa? Ah, jetzt kann ich an meiner Mischration. Ups. So, Jaggles, dann kannst du ja gleich nochmal Abrechnung machen, würde ich sagen. Yep. Oh, ich stehe nicht richtig drunter. Damit der Deckungsbeitrag stimmt. Was kochst du gerne? Boah, also, ich habe keinen Burger. Also ich koche, ja. Hawaii-Burger. Ah! Ekel. Simi, du bist irgendwann einmal schuld, dass Erich am Herzinfarkt stirbt, wenn du Hawaii-Burger sagst. Echt mal. Ich hab gar nichts gemacht. Naja, sagen sie alle. Simi, du bist immer schuld. Ja. Nee, also ich koche einiges gerne. Hab mir jetzt erstmal, vor kurzem gab's Krustenbraten oder gibt's mal ein richtig geiles Hähnchen oder auch mal Burger natürlich, also oder einen schönen Eintopf. Ich koche alles. Also ich habe kein Lieblingsrezept. Koche so quer das weg, was ich gerne esse. Oder ein schönes Putengeschnetzeltes oder ein schönes, so eine Art Gyros oder sowas. Geht immer. Meine Mutter hat heute Hackbraten gemacht. Oh, auch lecker. Nur die hat immer das Problem, wenn die einen Hackbraten macht, der Röhre verfällt. Was macht der? Der verfällt. Wie der verfällt? Der fällt auseinander, oder was? Ja. Da muss ich mehr Ei dran machen. Macht sie doch schon! Wie viel macht sie da ran? Ich habe keine Ahnung. Ob ein Kilo ein Ei oder was? Da kannst du aber lange warten, du. Oh. Da schütten mir hier so einen Haufen. So, aufheben. Also Erich, die habe ich schon mal, habe ich Luna entzogen, ja. Ja. Mach ich bei Kevin und dir gleich. Oh. Nicht, dass du anfängst, bei mir rumzusäppen. Naja, da fahre ich erstmal alle Geräte aus der Scheune raus. Schmeiß irgendwas durch die Gegend, wie immer. Ja. Oh Mann, ich hasse wir die Scheiße. Wir haben tatsächlich genau, ziemlich genau 1,8 Miller runtergeerntet. So. Lecco mio fetto grande, ey. Aber richtig, du. Sag mal, wo ist schon mein Stubenfräser? Na, was für ein Ding? Mein Stubenfräser. Weiß ich nicht. Ach, da steht er. Ich hab meinen eigenen. So. Mein komischer Weite, mein Eierlager ist auch verschwunden. Ja, meins auch. Also nicht mein Eierlager, alle. Sondern mein Pestizid- und Düngestofflager. Also alle Lager, die wir geplaced haben, sind weg. Ja, durch die Updates. Ja, durch die Updates halt, ne? Ja. Bei mir waren auch Pestizide und so ein Krams drin. Ja, ja. Im Wert von ein paar tausenden Euro, aber shit happens, ne? Shit happens, sag ich nur dazu. Fast nur eine schöne Mini-Miete geworden hier, ne? Ja. Mini-Miete, mhm. Naja, mit 500.000, da passen ja noch gut das Doppelte rein. Dann offen lassen bis zum nächsten Häckseln. Ja, also ich werde es erstmal offen lassen, weil ich habe ja 1,2 Mille. So. Ich werde das jetzt nicht weiter. Da kannst du ja nochmal befüllen, weißt du?
Ja, beziehungsweise ich könnte ja auch nochmal Grashäcksel-Aktion machen. Ich habe ja auch noch zig Schläge Gras. Das geht auch fix. Hä? Das geht schnell. So. Aber Gras, Leute, ich glaube, ich werde mich aber für heute schon mal verabschieden. Was? Hast du wieder Durchfall? Nee, nee. Du hast gesehen, dass ich mir Wiesen dazugekauft habe, Jiggles, ne? Ja. Okay. Reicht trotzdem nicht. Hä? Reicht trotzdem nicht. Ich hatte 5 Hektar Wiese oder so. Alter, jetzt schieb mich mal wieder an. Tatsächlich hat er sich jetzt mal festgegreilt. Danke. Erich, wegen Mittwoch, schreibst du mir ja dann vorher an, was du davor hast? Ja, damit, ja, ja. Das wird auch so ein bisschen spontan, aber du kennst mich ja. Ja, damit ich ungefähr weiß, damit ich auch vielleicht ein bisschen... Gut, alles klar. Nee, ich bin dann aber für heute raus. Jo. Weil ich bin noch ein bisschen kaputt. Danke für deine Hilfe. Jo, kein Problem. Ja. Dann würde ich sagen, bis Mittwoch. Jo. Jo, bis dann, Simi. Alles klar, bis dann. Tschüss, tschüss. So, Leute, für mich war es für heute. Ja. 3 Stunden gehäckselt. Hat gereicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch, ne? Bis dahin, euer Semi-Gamer.